Neues Jahr, neues Glück. Das super krasse Power-Duo ist zurück. Und jetzt kommt Ede mit einem Reim. Ihr hört ihn gleich. Er sagt ihn nämlich selber, denn der ist sein. Ich hau jetzt rein! Hat sich sogar gereimt. Hat sich sogar gereimt. Das war sehr, sehr, sehr gut. Ich wusste selber nicht, was passiert. Alles für den Gag. Ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht. Denn Colin, es ist, glaube ich, ist es Premiere, dass wir jemals. Ich meine, Florentin und Nils werden ja fast wie so Götter verehrt. Götter, mit Geschenken und Gaben. Da kommen ja wie so Kaspar, Balthasar und Melchior jedes Jahr. kommen da irgendwelche Leute mit Kissen, auf denen Geschenke drapiert sind. Wir haben unser erstes Päckchen gekriegt. Von Brain Damage aus dem Forum. Grüße gehen raus, so heißt du zumindest im Forum. Vielen, vielen Dank. Es ist letztes Jahr schon angekommen. Stellt sich raus, es ist ein Luftballon gewesen. Ich Spritz-Sprühwurst beim Öffnen. Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt, denn es stimmt. Es ist zumindest seit wir Hades zusammenspielen. Und ich glaube, früher mal bei Dark Souls vielleicht noch was. Aber, ja. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen. Die haben es halt nicht nötig. Warum soll ich denen was schicken? Nee, die beleidigen uns lieber. Meinst du nicht? Ich kriege immer sehr viele nette Kommentare. Oh, ja, kriegen wir tatsächlich. Ja. Was? Ei! Oh mein Gott. Da sind ja wir als Snacker. Erstmal vielleicht der Brief. Lieber Colin, lieber Etienne. Vielen Dank für euer großartiges Hades-Let's Play. Mir macht das Zusehen sehr viel Freude. Gerade Etienne ist richtig, richtig gut und liest immer aufmerksam alle Texte. Da ich eure Reihe. Oh, das macht keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Improvisiert. Aber gut improvisiert. Da ich eure Reihe, aber auch die von Florentin und Nils schon länger sehe, ist mir aufgefallen, dass die beiden viele Pakete bekommen, ihr aber nicht. So sieht's aus. Also hier von mir eine kleine Unterstützung in Form von Nervennahrung und ein paar Hinweisen, Tipps und Builds zum Spiel. Die gebe ich dir gleich weiter. Die Hinweise sind gesammelt aus den aktuellen Kommentaren, Folge 12, gemixt mit meiner Erfahrung. Tipps und Builds sind auch auf der Rückseite. Schaut sie euch an. Ich hoffe, ich mache euch das Spiel damit nicht zu leicht. Euch, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Euch weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Spiel. Schaut euch doch bitte einmal nach dem Spiel ein paar Hades Speedruns an. Ich habe dir auch schon mal einen geschickt, ne? Das ist schon. Aber ein Speedrun vorm Durchzocken ist halt für mich immer so Spoilerpotenzial. Obwohl wir waren beim Bossgegner, insofern. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas, übrigens mit bürgerlichem Namen. Vielen Grüße gehen nach Münster. Hab ich ja mal gewohnt. Im Hansa-Viertel habe ich gewohnt. In der geilen Straße 150. Geil. 500. Was ist, wo würdest du jetzt sagen, das nehme ich mit nach Hause? Bei Kinder Country, bei allen dreien. Ja, dann würde ich das Kinder Country nehmen und dir die Schokobons geben. Und ich würde sagen, bei Bueno machen wir 50-50. So machen wir das. Geil. Wobei, es ist ja das neue Jahr und ich habe mir echt vorgenommen, nicht mehr zu snacken. Das ist jetzt natürlich. Ja, ich auch. Oh, hier ist das, glaube ich, was für dich hier. Ein Senf. Nee, das ist der, den darfst du haben. Das ist nämlich der aus der Schwerter Senfmühle. Den hatten wir bereits in der Verkostung. Wann haben wir denn das Paket gekriegt? Vor Weihnachten. Deswegen ist es auch noch so. Tausche Senf gegen zwei Lind-Weihnachtsmänner. Meine persönlichen Testsieger. Übrigens auch von der Andreas Link. Was ist das? Senf. Aber der sieht komisch aus. Nee, das ist so eine Spezialmanufaktur. Ja, Spezialmanufaktur. Die Schwerter. Ja, ist gut. Guck dir die Sendung an, Löffelmesser Gerne Senftest. Da ist Grimme nominiert. Das Ding. Haben wir den getestet, ja. Das Ding. Aus der Schwerter Senfmühle. Das habt ihr getestet? Den aus, ich glaube, wenn die nur einen in der Schwerter Senfmühle anbieten, ja, dann haben wir den getestet. Aber das ist schon ein. Das ist schon seriös. Ja, absolut. Seriös. Ja, keine Sorge. Das ist nicht Presswurst oder so. Und die wurden ja auch getestet. Andere Folge Löffelmesser gäbe als Testsieger, wo gesagt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, habt ihr eine ganze Menge verpasst. Vielen Dank, Brain Damage. Ja, danke, danke. Vielen Dank, aber natürlich werde ich zu Hause die wieder verstecken müssen. Sonst kriege ich zu Recht die Rüge, weil wir uns Großes vorgenommen haben. Also nicht nur ich, sondern auch die gesamte Familie. Der Nachwuchs wird ein bisschen ausgeklärt. Wegen, ja, ich auch. Ja, so einfach Fitness, Gesundheit, aber auch das Bäuchlein. Es geht ja nicht mehr. Geht so nicht weiter. 10 Kilo will ich runter. Weiter. Ja, ich auch. 10 Kilo will ich runter. Was dann, welches, wann? Naja. Ja, im Zeitraum. Je mehr Druck wir haben, wir wissen es bald. Also natürlich jetzt, ich habe jetzt kein Datum, ich kann jetzt nicht sagen bis März oder so, aber ich möchte natürlich schon auch jetzt das. Ich glaube, es wird nicht so schwer, Fortschritte zu sehen, weil ich mich doch sehr hab gehen lassen in 31. den letzten März, Stichtag, gehen wir beide auf die 81. Reise. 31. Aber das schaffe ich nicht. Quartal, komm, wir haben Quartal. Aber 10 Kilo in drei Monaten. Sport und Zurückhaltung, ich glaube, drei Kilo so in einem. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, realistischerweise ist. Und dann. Weil von Sport haben wir schicken uns beide Bilder von der Waage. Es ging eigentlich echt erstmal nur das Ernährungsumstellung. Aber bei mir geht das immer, wenn ich Sport mache, habe ich auch weniger Bock, den Erfolg sofort mit Essen zunichte zu machen. Das stimmt, das stimmt. Und so geht das. Und wenn esse ich weniger, dann habe ich da mehr Bock auf Sport. Also, vielen Dank an alle. Was ist denn jetzt? Willst du dir die Bilder durchlesen? Achso, warte mal, ja, ich glaube, das ist. Ja, pass auf. Variante vom Geschoss. Das ist ja meine Waffe. Das ist deine Waffe, ja. Bei der Variante des Geschosses, die ihr spielt, Eris.
Das ist, glaube ich, die freigeschaltete. Zweite Variante. Bekommt ihr den Bonusschaden nur, wenn ihr die Spezialität, wenn ihr die Spezialität absorbiert. Das heißt, ihr müsst euch in den Explosionsradius der Spezialität stellen, wenn diese explodiert. Da steht's nämlich. Nachdem die Explosion deiner Spezialität absorbiert wurde. Das mache ich jetzt. Also was nochmal? Wenn man drin steht im Rad, also in der Explosion, dann fügt man 4 Sekunden lang mehr Schaden zu, 30%. Also man muss selber die Spezialität. Ja. Hä? Genau. Das ist nicht. Ja, es ist halb eindeutig formuliert, aber ist egal. Probiert das mal bei Skelly aus. Probier mal aus. Also ich gehe da rein oder was? Ah, jetzt sieht man diese Flammen. Ja, und jetzt kannst du schießen. Sollte ja. Ja, jetzt war es zu spät. Sekunden. Ja. Hast 13 pro Schuss gemacht. Statt 10. Okay. Okay. Hab ich Bock drauf. Aber was ist, wenn man jetzt, warte mal kurz, ich mach das hier. Nochmal? Mach mal nochmal, ja genau. Geil. Nee, macht immer noch 78. Ja, aber jetzt mach mal einen normalen Schuss gleich. Einmal nur, ob man da. Nee. Okay, also es lässt sich nicht hochtreiben. Aber es gilt dann auch nur für den anderen Schuss. Weil hier ist 78, bleibt 78. Das kann sein, ja. Selbst wenn ich jetzt diese Flammen, wenn die wieder aus sind. Oh, er ist tot. Ja, aber nee, okay. Guck, wenn ich jetzt die Flammen nicht hab und es mache. Ja, das stimmt. Ups. Hä, wieso hat er jetzt 123? Das irgendwie so. Kretsch, mach nochmal. Jetzt stehe ich schon. Auch also 78, genau. Also da ändert sich nichts dran. Das gilt dann nur für den zweiten Schuss. Auch das liest man doch hier nicht raus, oder? Naja, es, nee. Nachdem die Explosion deiner Spezialität fügt zu mehr Schaden allgemein zu. Da. Ja, bin ich bei dir. Also bei aller Kritik, die ja auch berechtigt ist, dass wir manchmal was nicht verstehen oder so. Aber ich finde, die Erklärungen sind nicht immer das Problem eindeutig. Ist, ich habe da jetzt schon Angst vor. Dass wir jetzt wieder irgendwas nicht lesen und schon wieder den nächsten Rüffel von euch bekommen. Denn es ist verständlich, dass ihr uns dafür kritisiert, dass wir hier als Showman. Nein, das ist nicht berechtigt. Aber wieso ist das berechtigt? Das ist überhaupt nicht berechtigt. Mal, ich freue mich, das neue Hades-Let's Play kommt raus. Denkst so, mal gucken, hoffentlich gefällt es den Leuten. Und wer den einer Tunnel durchbeleidigt, wir haben hier den 24. Run und nicht den 420. Run. Na gut, den 420. Run habe ich. Egal. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, hört doch mal auf, die ganze Zeit nur rumzuhaten. Wir sind keine Pro-Gamer. Wir haben auch überhaupt nicht den Anspruch, hier irgendwas. Geht mir doch nicht immer auf den Sack mit eurem. Oh, nee, ich gehe nicht schon direkt ins neue Jahr. Nein, das sind ja auch nicht alle. Es sind nicht alle. Die Zahlen sind ja auch gut. Die Leute gucken es gerne. Aber es gibt halt so ein paar Leute, die sich persönlich davon angegriffen fühlen. Und vielleicht checkt ihr auch mal, dass eure Ratschläge immer erst 3 Wochen später umgesetzt werden können, weil wir nicht live produzieren. Wir sind übrigens am 2. Januar heute. Ja, aber die Leute schreiben, was, haben sie es wieder nicht gelesen? Doch, wir haben es gelesen, wir können es aber erst in 2 Wochen umsetzen, weil dann die nächste Aufzeichnung ist. Und meistens haben wir es dann vergessen. Weil es 2 Wochen her ist, dass wir es gelesen haben. Ja. Ich verstehe das. Und du trainierst doch auch. Dich trifft es ja ein bisschen härter. Mich trifft es härter, weil das der größte Witz ist. Ich habe mir das Spiel ausgesucht. Ich habe das Spiel auf der Switch sogar schon gespielt. Tragisch. Ja, ich check's halt nicht. Na und? Ja. Also, im Worst Case, wenn das stimmt, was ihr sagt, dass ich nämlich ein bisschen dumm bin, ja, dann wäre es ja noch viel frecher, da ständig in die Kerbe zu hauen. Dann müsstet ihr doch eigentlich Nachsehen haben mit mir. Also, entweder ich bin dumm, dann dürft ihr mich nicht beschimpfen, oder aber ich bin nicht dumm, dann braucht ihr mich nicht beschimpfen. Das kann aber eine Kombi sein. Nein, du hast ja, komm, lass uns, du hast ja recht. Eine Kombi von was? Weil das muss man ja sagen. Wir haben auf jeden Fall die beste Zeit, wenn wir das Spiel verstehen, wenn wir gut sind und wenn wir das Gefühl haben, ihr. Die Leute haben sogar positiv pushen. Die Leute haben sogar gehatet, als ich bei Hades war. Echt? Ja. Da habe ich nicht gelesen, weil ich doch, Angst, genau bei dem, Angst vor als den ob, Kommentaren. Als ob sich keine Entwicklung abzeichnet. Ist doch auch Bullshit. Ja, du warst mit Abstand, du warst die zweite Phase der Hades Boy hier. So, aber pass auf, jetzt will ich das natürlich mal ausprobieren. Nur weil wir hier es nicht schaffen, die perfekten Builds immer dazu bauen. Das ist natürlich so schwach. Hätte ich gewusst, wie elitär diese Hades Community ist, ey. Ja, dann hätte ich, halt dann wieder, hätte ich League of Legends genommen. Ich wollte gerade sagen, das könnten wir natürlich lernen aus der Community von Dark Souls, ne? Von der Soul. Ja, aber sehr Dead Cells war zum Beispiel sehr nett und hilfsbereit. Ja, das fanden alle halt. Da haben wir nicht annähernd so viel erreicht in Dead Cells. Wobei, da haben wir auch mal einen Run durchgespielt. Doch, da sind wir schon, oder? Haben auch mal einen Run durchgespielt. So. Aber jetzt gucken wir, lass mal, aber das. Ich hab richtig Bock drauf. Ich habe auf der Busfahrt hierhin nämlich noch Dein gespielt. Angriff fügt mehr Schaden zu. Ja, aber nur 10 Sekunden im ersten. Wo steht das? Ja, im zweiten Teil. Da unten? Ach so, du bist da. Ja, 30% ist gut, ne? Aber der spurt. Ich habe noch nichts, was den spurt. Und stößt sie weg. Ja.
aber ich mache erstmal das, weil die Kombi jetzt gefühlt aus 60% Bonusschaden. Hey, ne? Skate. Ja, klar. Aber ich find's lustig, dass du da ja anfangs ein bisschen skeptisch warst, ja, ob das Spiel was für dich ist. Dich hat's richtig auch privat gepackt jetzt, ne? Ja, also ich hab's nicht so, ich hab's ein, also sagen wir mal so, ich habe eigentlich Elden Ring gespielt, aber ich habe dreimal auch Hades gespielt. Und es macht unglaublich Spaß. Also es ist so, um wieder so reinzukommen und ein Gefühl dafür zu bekommen, schon geil. Warte mal kurz. Oh, natürlich. Ey, das bedeutet, ich habe jetzt schon 60 plus 48 sind eine ganze Menge, wenn ich in der Explosion stehe. 60, ja, 60. Ich habe ja schon 2x 30 plus 48 auf meinen. Wieso denn 2x 30? Naja, 30% haben wir ja gerade. Von der Eris-Variante. Genau. Achso, okay. Ja, die hast du. So. Deswegen mache ich das jetzt. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür, aber es ist ganz egal. Im ersten Level ist das alles nicht tödlich. Ja, und es gibt dann auch wirklich so, naja. Ach, es ist, ja, es ist, ihr müsst das wirklich verstehen, um da noch mal reinzugehen. Ich finde, man hat halt irgendwann einfach nur noch Angst, Fehler zu machen. Und du machst Fehler den ganzen Tag hier dann. Weil du genau weißt, ihr legt uns alles so aufs Brot, auf eine Art und Weise, die, ja, das ist dann eben nicht ausstacheln. Und ich frage mich dann auch, warum guckt man's? Ja, es ist einfach auch nur noch der Tonfall, die Art und Weise, wie da vermeintlich Kritik geübt wird und so. Es ist einfach immer so ein alles vernichtendes Urteil, das dann ausgestellt wird, mit null Empathie oder null irgendwas. Und dann wird einfach die gesamte Person eigentlich, ihr Leben und ihre Entscheidung wird fertig gemacht, weil er nicht weiß, wie die Verzauberung in Stage 3 funktioniert oder so. Das ist einfach schon ein bisschen komplett hart. Irre. Nein. Ja, aber so kommt es halt an. Ja, ja, ich meine, es kommt nicht nur so an, Colin, ich lese es ja. Ja, aber ich weiß nicht, warum du es die ganze Zeit so verharmlosen willst. Nein, es geht nicht ums Verharmlosen. Wenn du das lesen müsstest, ja, was ich über mich lesen würde, würdest du gar nicht mehr hier sitzen. Ach du, ja, ist also so. Ich hatte am Anfang, als ich verstehe, was du meinst. Und ich sag's ja, als ich hier neu war, habe ich echt kurz gedacht, ob ich die Kündigungsfrist nutzen sollte, um mir einen neuen Job zu suchen, als ich hier. Ja, und es ist trotzdem nicht. Ist nicht besser geworden. Doch, es ist marginal besser. Nein, alles gut. Naja, also aber ich glaube nicht, dass alle Leute gleich viel Hate hier abkriegen im Haus. Da bin ich doch. Ja, aber du kriegst aber auch sehr viel Liebe ab, oder? Hm, ja, von wem? Von mir? Das stimmt. Und das will schon von Brain Damage und der Schokolade. Und von Brain Damage. Ja, aber ich glaube, das ist wie immer im Leben, ne? Das, was man. Ich nehme jetzt die Kohle, ich will jetzt richtig Kohle haben hier. Weil ich brauche ja noch nicht jetzt Helfen. Da haben übrigens sehr viele Leute geschrieben, dass unser Geldmanagement nicht immer das Schlauste ist. Und das ist zum Beispiel auch ja, richtig. Sag. Naja, dass man halt, dass wir oft irgendwelche Upgrades nicht nehmen, um sie dann für 200 Ach so. Zu kaufen, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht mehr das konkrete Beispiel, aber da gab es wohl häufiger mal so Sachen, wo wir dann es uns einfach selber teurer gemacht haben, als es vielleicht hätte sein müssen. Ja, aber das verstehe ich nicht ganz. Du weißt doch nicht, was du beim oder bekommst du beim Shop quasi immer das, was du in der anderen Kammer, guter weißt Punkt. Du? Ja. Weil das ist ja sonst, wenn du, da kannst ja sagen, ja, ihr hättet weniger für den, ach, man ist, aufpassen, Colin! Konzentrier dich. Ja. Also den, das ist hier, finde ich, immer so ein ganz guter Lackmustest, der Typ. Ja. Und da merkt man zumindest Stand jetzt, ich meine, dein Bild verändert sich ja auch noch. Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht overpowered, weil den haben wir ja schon deutlich schneller besiegt. Ne? Ja, ich meine, gut, die Waffe ist halt nicht die, die richtig Damage macht. Ne? Das ist, war sie ja auch nie, sondern die ist so ein bisschen was für die Grobmotoriker. Aber ich stelle mir nämlich gerade vor, jetzt habe ich Bock auf diese Spread-Bomb, von diese Fünfer-Bombe. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, da drin zu stehen, ist halt gigantisch. Mhm. So Athene. Was schenkt uns Athena? Also, wie gesagt, ich habe dir ja mal diesen Speedrun geschickt, da hat er ja auch mit diesem Raketenwerfer und der Fünfer-Bombe gespielt. Aber frag mich nicht, was der halt noch alles hatte. Dein Wurf, den Wurf setzte gar nicht ein. Nee. Schön Weil ist, dass der hier natürlich, dieser Bonus, ne, dass du eins von deinem, ja, Pergamentrolle, die sagt irgendwie, weil da kriegt man ja irgendwann auch immer Boni für, wenn man viele Pergamentrollen, also Codex-Infos irgendwie sammelt. Dann irgendwas schaltet ja auch immer gerne mal Sachen frei. Aber Heiliger Schild scheint schon, ja, finde ich auch gut. Gut zu sein. Ich glaube auch, ich kann ihn gebrauchen, weil ich ja doch viel unterwegs bin. Vor allen Dingen, dass die Dinger noch abprallen von dir, finde ich auch geil. Und du musst nichts dafür machen, weil das einfach ein passiver Skill ist. Hast du denn sonst außer Hades? Ja, ich bin kurz vor Elden Ring Ende. Ach ja. Ja, also ich habe jetzt 170 Stunden auf dem Tacho. Bin jetzt gerade hier im Halligbaum-Ding-da-bum. Hey, Tree, ne? Ja, hab da diese erste Ritter-Boss-Gegnerin fertig gemacht, mit den Magie-Attacken auf dem Pferd da rum. Ja, ja, die ist easy. Die ist easy. Ich wäre fast ausgeflippt bei Mock hier, diesem
Fürst des Blutes oder was? Der hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Der ist ein richtiger Fucker. Ein richtiger Fucker. Vor allem, den kann man, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, den kann man nicht schaffen, ohne nicht ohne sich zu heilen, beziehungsweise ohne Energie zu verlieren. Was ja eigentlich eher so ein, wo ich immer denke, bei FromSoft gibt es doch eigentlich immer einen Weg, so ein No-Damage-Run. Also gibt es bestimmt da auch mit irgendwelchen. Den willst du natürlich. Den machen wir, ne? Allerdings, du hast auch nicht mehr viel Energie. Ja, das kann ich ja kombinieren. Also ich kann mir ja 250, ich kann mir theoretisch den Hammer leisten. Ich glaube, da ist jetzt stimmt. Hammer und Pommes, ja. Delta-Hammer. Dein Angriff ist eine Salve über 3 Runden. Das ist nicht schlecht. Was heißt das über 3 Runden? Ich denke, drei Schuss so. Du musst nie nachladen. Das ist nicht schlecht. Dein Angriff ist schneller und präziser. Ey, ich habe nur 12 Schuss in der Kammer. Das ist nicht schlecht. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Deine Spezialität wird zu einer Rakete. Ja, weil dann kriege ich ja selber nicht mehr diese, durch diese Mörserwirkung kann ich mich ja in den Radius stellen. Aber passt, wenn der wie eine Bazooka wegschießt, genau. Sagt, passt nicht zur Eris-Variante. Ja. Deswegen, ich bin eigentlich, ich finde das mit dem Nachladen auch gut. Aber das finde ich gerade noch geil. Ich weiß halt nicht, was mit Salve über 3 Runden gemeint ist. Also. Ja, dann wäre es schön. Aber wenn das natürlich. Was ist denn eine Salve? Ja, das ist für mich so 3er-Burst. Salve ist doch mehrere hintereinander. Ja, genau. 3 Stück. 3 Schuss hintereinander. Tak, 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 tak. Das sind aber 1, 2, 3, 4. Tak, 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 tak. So halbautomatisch. So kennt man das ja aus bestimmten Spielen. Willst du lieber tak, 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 tak? Oder willst du. Ich will lieber. Ja, das will ich. Weil du hast gerade 9-mal gemacht, gezählt, dann gefühlt. Und ich kriege jetzt daraus. Du musst das Feuergestöber nicht. Ich will Feuergestöber. Pass mal auf, jetzt mach ich das einmal hier. Das ist genau, wie ich es vorgemacht habe. Ja. So, ich muss leider das noch mitnehmen. Ich hasse das hier schon, Geld in Essen zu investieren. Ja. Habe ich mir eh weniger vorgenommen, in diesem Jahr zu machen. Ja, die die Neujahrsvorsätze fangen in Hades an. Ja. Weniger Snacks. Es ist tatsächlich kontraproduktiv, dass ich jetzt hier mit einer Kinderkampi nach Hause gehe, weil ich weiß genau, wenn sie da ist, werde ich sie auch, natürlich essen. Aber ich glaube, das Geheimnis der Selbstdisziplin besteht ja wirklich darin, einfach ein bisschen entspannter. Also ein bisschen nicht immer zu sagen, es gibt nur ganz oder gar nicht. Mhm. Aber das ist natürlich auch die ganz große Kunst bei diesen Köstlichkeiten, wo man das einfach nur, so während man Alkoholiker-Aussage, nur ein bisschen Bier. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Disziplin habe. Ich bin eher so der Ganz-oder-gar-nicht-Typ, glaube ich. Ich kann das auch ganz gut. Ich kann dann auch sehr diszipliniert sein, weil dann habe ich eine klare Regel, an die ich mich halten kann. Ja. Wenn es aber um diese Selbstregulierung gibt, wie viel darf ich jetzt und ist noch okay, da kann ich mich vorzüglich die ganze Zeit bescheißen. Ja. Weil ich dann denke, ja, so, wir haben ja nicht gesagt, ganz oder gar nicht. Also 2 Kinder-Countries ist weniger als 4 Kinder-Countries. Also es ist ja in Ordnung. Also da kann ich dann immer das in meinem Kopf. Ja, die Frage ist ja immer nur, wen du bescheißt, ne? Das ist dieses, wen bescheißt? Du bist ja nicht mein Lehrer, wo du sagst, geil, ich habe mir eine geile, bessere Note ermogelt. Nö, oder meine Eltern haben nicht mitbekommen, dass ich heimlich den Whisky gesoffen habe. Nö, aber und die Erotikfilme. Das eigene Gewissen ist natürlich auch nicht immer. Stößt den Gegner weg. Das ist aber natürlich, das liebe ich auch. Also jetzt so ein bisschen Spezialität, jetzt noch ein bisschen mit Blitzschaden und so. Das macht noch mehr. Macht den Schild besser. Mhm. Du hast beides schon, oder? Genau, es ist beides nur Alles 3. Ja, der sagt, das macht alles nur stärker. Aber ich habe Lust, den Blitz, glaube ich, stärker zu machen. Komm. Weil diese Vorstellung, dass ich noch mehr. Brauchen wir das eigentlich gerade oder wollen wir lieber ein bisschen. Es ist egal, wir brauchen beides. Ich nehme das jetzt Saft. Ich will jetzt hier. Haben wir denn eigentlich zwei Lebensfüllungen haben wir. Aber die letzte Stufe des Spiegels haben wir auch noch nicht freigestellt. Ist es überhaupt die letzte oder vorletzte? Ach schön. Was hast du denn noch so gespielt? Nichts. Okay. Nur. Aber es gibt schon Abfuck-Momente. Und ich bin jetzt auch ganz ehrlich, mir ist es teilweise. Vielleicht bin ich zu alt oder es ist nur ein subjektiver Eindruck, aber mir kommt es teilweise einfach noch schwerer vor. Elden Ring? Ja, einige Bossgegner. Also wenn man jetzt sagt, man spielt nicht die ganze Zeit mit Aschegeistern hier, also sei es, die sind nur als Distraction da oder nehmen dir wirklich die halbe Arbeit ab. Also wenn man das so klassisch alleine spielt, ich finde, da sind so ein paar Bossgegner drin, die einen. Na gut, ich habe das halt gar nicht so. Also ich habe es halt einfach
Für mich gehören diese Aschen fundamental zum Gameplay dazu, ja, weil sonst ist ja die Hälfte der Sachen, die du als Belohnung kriegst, nichts wert. Das stimmt, man kann das ja auch. Ich also finde, an sich ist das ja auch gut. Wirklich selber nicht. Ich habe mich immer gefreut, da auch mit rum zu experimentieren und zu gucken, was kann die, können die Aschen. Also, es ist nicht mein Job, mir das Spiel schwerer zu machen. Lebensenergie oder Power-Up? Ich will Lebensenergie nicht. Ja, diese 100. Aber ich habe auch so Bock auf Power. Ich habe gerade das Gefühl, ich werde zu einer absolut tödlichen Killermaschine. Und ich werde mehr zu dir langsam, weißt du? Nicht mehr dieses, ja, erstmal gucken, dass man. Aber dann kommt ja jetzt bei dir erstmal der richtig schöne Bossfight mit Melania. Ja, da habe ich jetzt schon irgendwie so halb Bock, weil natürlich alle, da sind sich die Historiker ja einig, das ist wohl der schwerste Bossfight im Spiel, ne? Wie gesagt. Das kommt drauf an, wie du ihn spielst. Also ja, es gibt sicherlich Builds, mit der einfacher ist, als wenn man natürlich sagt, ich gehe hier nur mit Hose und Knüppel rein. Ja. Letztendlich muss das jeder für sich selbst dann auch wissen. Aber ich habe trotz super Build, sag ich mal, und als absoluten, ich gehe hier rein, um die zu vernichten, Build, habe ich, glaube ich, trotzdem 10 Versuche oder so gebraucht. Also, ach, aber doch nur. Nur, ja, okay. Das ist bei Malenia tatsächlich wenig. Also ich meine, ich habe, glaube ich, bei dem Mock habe ich bestimmt 30 gebraucht, bis ich ihn hatte. Und dann habe ich aber auch verzweifelt mit der Asche am Schluss gemacht, weil es mir so auf den Sack ging. Und dann habe ich mir Video angeguckt, und diese Magits, das ist wieder dieses Durchlesen von Dingern, dass man eben so eine Kette hat, mit dem man ihn kurzfristig zumindest so binden kann. Ja, das wusste ich nicht. Ja. Habe ich nicht gecheckt. Doch. Das habe ich dann gecheckt, als ich ihn besiegt habe. Ah, dass das vielleicht ein maßgeblich sinnvolles Item ist, was es auch war. Und vor allem, Alter, du machst mich aber nur fertig. Apropos fertig machen. Ich will. Nee, lohnt sich nicht. Natürlich ist Lebenserlangen. Ich habe ja keine Kohle. Aber es müsste auch langsam Bossy-Boss-Time sein. Ich habe übrigens jetzt gerade, weil ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Um mal kurz in unseren Dings zu gucken. Also, wir haben es gecheckt. Ausgetauscht wird immer nur das, da was die, das der Grundskill. Ja. Aber hier, ich habe jetzt mal diese Sanduhr. Weil manchmal sind das ja dann doch diese temporären Perks, die du bekommst. Aha. Wenn du das hochtreibst, wirklich nicht so schlecht. Aha. Also ich weiß, da sage ich immer, kein Geld ausgeben. Aha. Aber wenn du natürlich plötzlich das so auf um 6 Kammern, wir sind jetzt, ich habe es gerade schon um 4 erhöht jetzt, das ist dann schon gut. Ne? Mhm. Also es kann schon. Mhm. Dass diese Qual. Also, und das ist, glaube ich, auch deswegen, weswegen es mich jetzt so kickt, auch das Spiel tatsächlich, ist, dass ich finde es spielerisch gesehen, also von den Gameplay-Mechaniken ausweichen, zack, 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 ist es für mich oftmals mehr Mashing und auf den Knopf drücken und nicht so raffiniert, präzise, sauber. Aber von den ganzen Builds, die du machen kannst, ist es halt total, total geil. Mhm. Dieses Ausprobieren und irgendwie immer das Gefühl haben, alles ist gut und du kannst es kombinieren und es ist smart angelegt. Das finde ich unglaublich reizvoll hieran. Wer ist das denn nochmal? Murder? Ja, wir haben ja das Glück, dass dieses Jahr Hades 2 rauskommt. Das ist ja dann, sag ich mal, für uns schon gesetzt. Oh, das war schon mal gar nicht gut. Ja. Siphon ist das übrigens. Das Gute ist ja, also man muss gar nicht zwingend, aber es ist natürlich sinnvoll, selber auch in dem Schaden, den sie macht, zu stehen. Ups, erste Phase. Aber du kannst ja selber diesen Damage-Boost geben, indem du einfach sagst, oh, ich treffe sie nicht, aber immerhin nehme ich den Boost mit, ne? Mhm. Aber vielleicht gibt es sogar später noch mehr Upgrade für deine, wenn du in deiner eigenen Explosion stehst. Irgendwie sowas, dass sich das heilt oder was weiß ich. Das wäre geil, ja. Hat schon ordentlich Schaden hier. Sieht schon relativ souverän aus. Ja, und vor allem, ich sag's dir, die Geschosse kommen mir jetzt ganz gut zu Pass, weil die eben schneller sind. Ja, und weil ein Schuss mehr hier, ne, auch einen von diesen Dingern ablenkt. Hier ist gerade was. Ja, ich hab nicht abgeordnet. Sehr gut aus. Du brauchst aber als nächstes auch mal so einen Helfer. Ja, das wäre geil. Ah, komm jetzt nicht auf den letzten Metern. Stark. Schön. Das Abschießen der Dinger. Ah, was? Was? Man sieht das geil. Training, Colin. Ja, ich mit dieser Waffe komme ich halt auch ganz gut klar. Ich schreibe mal kurz einen Kommentar. Wenigstens Colin nimmt das Spiel ernst. Und der ist immerhin Chef von Rocket Beans. Der hat wahrscheinlich nicht weniger zu tun als Etienne. Er liebt Rocket Beans und uns einfach ein bisschen mehr. Das ist ein schöner Kommentar. So. Den würde ich gerne lesen. Auch wenn nicht alles davon wahr ist. War doch, bis auf die Liebe, vieles richtig von dem, was du gesagt hast. So, nehmen wir mit. Mehr, als ich brauche. So, dann lass es mal gucken. Kannst du den Talisman wechseln?
Ja, ich glaube, das könnten wir nämlich wirklich. Aber erstmal gucken, was hier drin ist, weil vielleicht ist jetzt wirklich so ein super geiler Scheiß hier drin, den ich richtig strecken kann. Guck mal, ne? Also 9 Scharmützel hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, Leben zu bekommen. Das würde ich sozusagen lieber vor dem. Das hätte ich gerne in dem allerletzten Level. Nämlich die schicksalshafte Wendung, würde ich. Gamble. Ja. Das ist bestimmt was Geiles. Aber ich habe auch wirklich nur 45. Na gut, komm. Und was ist es? Den Ariadne-Faden. Was ist der das? Der ist die nächste Gabe, die du findest. Das ist super. Seltenheit. Ja, ich weiß, ich freue mich. Aber nur einmal. Aber nur einmal. Ja, deswegen. Aber jetzt nehme ich einen anderen. Jetzt nehmen wir. Ich würde am liebsten noch was ausbilden. Hier, das war ja cool mit nochmal 30% Schaden in der Ferne. Aber. Wollen wir vielleicht das Hundehalsband nochmal hochtreiben? Oder. Nee, das nehme ich. 100. Später brauche ich es nicht mehr, die 100. Mhm. Die sollte ich jetzt nehmen, wenn es leicht ist. Und 24 Scharmützel, dann ist auch der nächsthöhere Rang. Also die kann man, glaube ich, echt gut in den niedrigen Leveln hochtreiben. Und dann. Ach, schön! Oh, habe ich das alles schon mal mit der Waffe. Ja, du hast alles schon mit der Waffe. Außer Hades. Ja. Also auch mit der Igris-Variante, oder ändert sich das nicht in den Varianten? Ne, war immer nur einer, ne? Ah, das kann natürlich sein, dass die. Aber auch selbst mit der Igris-Variante hast du, glaube ich, schon alles gemacht. Ich habe übrigens auch gehört, gelesen, um genau zu sein, dass es wohl irgendeine Art von. Dass es einen akustischen Cue gibt. Wenn so ein Angelfisch da ist, nachdem man so einen Raum geklärt hat. Wir hätten da wohl einige übersehen. Wie geht der? Angelfisch! Das wäre schön. Hier bin ich! Hier bin ich! Fang mich! Fang mich, ich bin noch ganz fett von Weihnachten! Dieses Dreckslevel hasse ich so. Ja. Mir würde das Spiel so viel mehr Spaß machen, wenn es dieses Level nicht geben würde. Aber der ist auch besonders schön für Nahkämpfer, einfach der Level, ne? Das muss man einfach. Aber der ist einfach. Ich finde halt, du kannst halt auch diesen Slide, ne, diesen Ausweichrolle, kannst du nicht so genau steuern, dass du nicht aus Versehen ständig in die Lava ausweichst. So, da ist die Präzision nicht so. Weiß ich nicht. Ich mag dieses Level einfach nicht. Ja. Das ist auch nicht mein Lieblingslevel, das stimmt. Ich mache wirklich einfach auch nicht so viel Spaß zu spielen. Oh, ich stand in der Lava, weil ich hinter dem scheiß Kackhaufen stand, mit dem goldenen Kacknüsschen. Du musst mehr Damage machen. Ja. Und ich brauche irgendwas noch, was wirklich meinen Spurt mit so einem Klingensog. Sowas wäre doch geil jetzt. Das gefällt mir nicht. Ja, nee, es stimmt schon. Dass du so wenig Schaden machst. Ja. Ich habe jetzt mir schon im ersten oder im zweiten Raum hier 30. Sorry, geht nicht anders. Sorry, so jetzt. Aber scheiß mit wenig Damage heißt, es dauert lange. Oder ist das mal eine. Ja, aber wenigstens Kohle. Gegner schnell töten, natürlich. Im nächsten Shop kannst du ja alles kaufen. Ja, die sind jetzt perfekt gespawnt da einfach. Ja, Colin, nice. Ja, aber du siehst ja, wie das, was du sagtest. Ich mache einfach zu wenig Damage. Das Gute daran, dass du auch selber in den Kreis gehst, ist, dass du die Leute auch unlockst. Ja. Und die dann auch in den Kreis kommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Nice. Weil wenn du irgendwo hinschießt, aber nach da gehst, sorgst du dafür, dass die Gegner auch nach da gehen. Das hol ich mal bei Hermes hier. Weil so einen dritten Dash, der war, glaube ich, gut. Also alles, ich glaube, mein Dash ist mir noch. Also neben der. Vieles ist noch performt noch unter. Wie war Silvester auf dem Land? Schön. Wir waren, ich war bei Michael Reinke. Ah, auf dem richtigen Land. Ja, das ist ja richtiges Land, ey. Das ist ja am Bauernhof. Das war, wir haben in der kleinsten Runde, so als die Leute, die da leben, wo andere Leute Urlaub machen, haben wir uns zusammengetan. Ne? Gut. Das war schön. Wie war's bei dir? Ich war bei Schröckerts und das war auch sehr, sehr nett. Es ist halt mit Kindern ist Silvester, weißt du ja selbst. Es ist immer so, also die sind dann halt irgendwann um 23:30 oder so, die sind es ja gar nicht gewöhnt, so lange aufzubleiben. Und also bei mir ist es dann so, dass die halt auf unterschiedlichste Art und Weise dann völlig am Rad drehen. Mhm. Und was auch manchmal ganz lustig ist, so mit anzusehen, weil die wie im Delirium nicht so ganz wissen, wie ihnen geschieht. Ja, das ist schon mal grundsätzlich schön, aber ich würde lieber häufiger spurten. Nach einer zweimal Bonus-Spurten. Ja, sorry, das ist es. Ja, das ist, würde ich aber auch. Das sind wir uns. Ich habe das Gefühl, dieser. Dreimal jetzt. Das ist viermal kann ich vier insgesamt. Echt zeigen. Wow. Jetzt brauchst du noch einen Angriff dafür. Ja, genau. Jetzt noch so einen schönen Klingensog oder irgend sowas. Oh, 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 oh.
Ich habe super viel Kohle. Du hast super viel Kohle. Das wäre ja echt Verschwendung. Ich meine, es ist nicht so, dass du nicht im weiteren Verlauf noch in Shops kommst, ne? Ja. Ich challenge accepted. Ja, ich finde, das ist der zweite Level. Da würde ich mich ja fast von mir selber schämen, wenn ich jetzt. Der ist so ein Blitzspurt, so. Bam, voll geil rein in die. Aber das Zeit. Ist das Schöne, dass es die echt zurück. Gerade diese, die ein Jahr, ne, hier, dieses, dass man sie so nach hinten treibt. Weil die geht einem ja hart auf den Sack. War das jetzt das, was du gekriegt hast, weil das ein Level besser war? Weißt du, was ich meine? Aus dem Brunnen? War das das, der Boom? Ne? Also, das war doch aufs nächste beschränkt. Das stand da. Das war doch das nächste Boom. Ja, genau. Oder? Also, insofern, das ist ja vielleicht. Boah, dieser Vierfachspurt ist natürlich mega geil. Ja. Oh! Ah, dumm. Voll rein. Ja. Ja, komm doch mal, du Arschflitze hier. Mann. Dass er immer nur seine Schergen in den Frontkampf schickt. Wo sind wir denn hier? Ich mach keine politischen Witze. So, Blitz. Jetzt gib mir was richtig Geiles. Da, ja, ja, ja. Das ist es. Aber lass uns trotzdem alles lesen. Okay. Alles. Ein Beistand? Du hast noch keinen Beistand. Das stimmt. Aber ich mache, ich kann viermal und großflächigen Blitzschaden. Oh, das ist wirklich, fühlt sich jetzt alles gut an. Aber ich kann viermal spurten, ne? Da teile ich schon so ein bisschen was aus im Nebensatz. Beistand ist aber auch super gut. Hm. Die Frage ist, was kommt eher wieder? Ja. Das Ding ist, den Donnerspurt, also ein Spurtschaden, ist, glaube ich, seltener zu kriegen als irgendeinen Beistand. Du wirst vielleicht nicht Zeus-Beistand kriegen, aber irgendeinen Beistand werden wir wahrscheinlich noch kriegen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Das war das Ende. Guck mal jetzt, pass auf. Alle kriegen hier richtig schönen Blitzpusemuckel unter die Rosette gefimmert. Merkt euch diesen Satz bitte. Ein Blitzpusemuckel unter die Rosette gefimmert. Jetzt, guck mal, jetzt kommt nämlich Ares Klingensog. Vielleicht. Oder wollen wir. Ja, aber du hast ja jetzt gerade was von den Damage genommen. Also du bräuchtest jetzt. Ja, muss noch mehr. Was ist das ganz rechts nochmal? Der Typ? Ja, das war ja Athene, wo ich diesen Schilddings habe. Und Ares? Ares, der macht beim Spurt diesen Klingensog, glaube ich. Schwäche und sowas, oder? Ja, der ist doch. Nee. Das ist hier Artemis. Die Aphrodite. Die ist das, die Liebesgöttin. Artemis ist die Jägerin. Also ich bin der Meinung, dass der Gott des Krieges. Du brauchst mehr Damage. Das ist meine Meinung. Du hast jetzt genug in die Sekundärskills, aber Gott. Wenn du nicht mal langsam. Dann ist es doch der Gott des Krieges. Ich glaube, also ich interpretiere deine Anmerkung. Ja, ich weiß es ja nicht, was du jetzt kriegst. Aber haben wir eigentlich nicht die Dreifachbeschenkung? Was ist das denn? Ach so. Haben wir die Dreifachbeschenkung? Oder kommt die noch? Kommt noch. Ja, das mag ich jetzt hier. Kleiner Raum? Das ist perfekt. Ja. Das sollte schnell gehen. Ich finde ja jetzt mit dieser Kammerverlängerung, die du da auch hast, finde ich auch sowas wie Fallen machen 500% mehr Schaden. Ja, aber die habe ich ja jetzt nicht gewählt für diesen Level. Nee, aber das finde ich insgesamt, gerade fürs dritte Level, wo so viele hinterhältige Fallen sind, finde ich das nicht uninteressant. Aber es wird unterschätzt, wie oft man so einen Gegner auch mal in so eine Falle katapultiert. Ja, ja. Und es stimmt übrigens auch das habe ich gelesen. Ihr merkt, ich war nicht ganz lesefaul. Dieses, wenn Gegner, egal an welche Wände oder Hindernisse kommen, dass sie dann Schaden nehmen. Ja, das hat mir. Ah, Scheiße, was ist das denn jetzt hier gerade? Ach, das Gift im Spiel. Nice. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Tut mir leid. Hier kannst du keinen. Boah, hat mich das gerade Leben gekostet. 20 nur, glaube ich. Ach so, dann habe ich das rote Balancieren. So. My father's gifts are generous indeed, though I think I can help in my own way. Das gibt mir was Geiles. Ja, siehste. Siehst du, das ersetzt jetzt den Donnerspur. Ja. Dann hast du das natürlich umsonst genommen. Ja. Nachdem dein Gegner getötet hast, fügt dein Angriff mehr Schaden zu. Ja. 150% ist für mich ein No-Brainer, ehrlich gesagt. Ja, in diesem Fall schon. Also ich hätte den Klingensog genommen, weil dieses, der bleibt ja ein bisschen länger, also. Ja, aber 150% mehr Schaden, nachdem du einen gekillt hast, das ist ja dann auch eine Kettenreaktion, weil
Ja, vor allem in diesen Gammel-Leveln. Also in diesen, wo so viel kleingeistiges Viech unterwegs ist. Nicht gut. Ich wollte gerade mal ein bisschen bewusst experimentieren mit dem. Wo ist er? Mein Gott, komm halt. Das ist halt auch so nervig, dass die Gegner ständig hinter den herlaufen musst, ne? Außerhalb des Bildes sind. Bist du eigentlich ein Mega Man-Typ? Nee. Also wäre ich vielleicht mal, wenn ich damit früh angefangen hätte. Hätte ich mich da vielleicht irgendwie so reingefuchst, so wie andere das tun, aber nein. Das ist, glaube ich, ein Spiel, was mich zu sehr in den Wahnsinn treibt. Ich kann dieses also bis auf Contra Shattered Soldiers, sage ich mal, habe ich nie diese Faszination, so ein Spiel so auf Präzision und Perfektion zu spielen. Für mich, ab einem gewissen Punkt fuckt es mich da einfach zu sehr an. Fühl ich. Power of Olympus. Jetzt habe ich den Blitz. Also ich tendiere hier bis dahin. Weil das ist eh, das macht den Kohl nicht so fett, glaube ich, gerade. 12% mehr Schaden. Ja, aber der. Aber was benutzt du denn am meisten? Also von was wird denn der Gegner am meisten getroffen? Doch von deinem normalen Angriff? Ja, schon. Also macht es ja auch Sinn, dass der am meisten Schaden hat. Also der ist zumindest am schönsten. Würde ich jetzt einfach sagen. Ja, ich verstehe deine Logik. Aber es ist halt auch schön, dieses Gefühl, dass der Blitz einfach. Ich weiß, aber es ist einfach statistisch. Oh ja, da gibt es die Dreifachbeschenkung. Ja, und wir haben 150. Aber es gefällt mir nicht. Ich habe 64 Kohle, ne? Ja, aber ich verliere gerade auch richtig viel Health. Ne? Also ja, die Hälfte geht gleich schon. Wenn gleich eine Pommes, dann geht das. Ja. Okay. Ah, sehr gut. Ach, schön. Da gibt es auch wieder was Gutes. Wir sprechen natürlich. Mann, Dick, niemand interessiert deine Musik. Ich will einfach nur, dass die nochmal zusammenkommen. Aber ich glaube, ich klick's. Komm, wir klicken's weg. Ich hab's. Lest, ihr könnt ja ein Standbild machen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ob wir hier sozusagen den guten alten. Das ist ja der Konservative, den haben wir jedes Mal bisher gewählt. Ich würde zwei beliebige heißt, du kannst es nicht auswählen. Nee, das zwei von den Dingern, die da jetzt sind, werden geil. Bis zu vier beliebige Gaben erhalten plus 1. Ach nee, das ist. Hä? Plus 4. 4 plus 1. Bist du, warte mal, 4 plus 1 und das war. Ach, die Seltenheit. Die Seltenheit, die werden halt mächtiger. Ja, und das andere. Ändern die damit auch ihre Attribute? Was ist ganz unten? Die nächsten drei Gaben. Das traue ich mich irgendwann auch mal. Weil vielleicht, das wirkt so wie, erstmal nicht so geil. Aber möglicherweise ist das halt der super Knaller, den du plötzlich bekommst. Aber ich gehe konservativ. Guck mal, jetzt geht das alles hoch da, ne? Ja. Bäm. Außer natürlich mein. Ja, genau, es gehen immer die hinteren Sachen, glaube ich. Ja. Ja, es ist so oder so, sind wir nicht schwächer geworden. Natürlich. Und der Shop kommt auch noch. Also. So, ich hoffe, es gibt was zu essen. Ja, da haben sich auch viele Leute beschwert, dass hier. Ja, da haben wir ja draus gelernt. Aber ist das jetzt ein. Haben wir? Gold ohne? Ja, komm. Wir haben das gerade noch nichts. Wir haben nichts aufgemacht von dem leckeren Zoll. Kannst natürlich alles kaufen. Das würde ich jetzt, glaube ich, auch fast tun. Wie viele gibt's denn dafür? Oh, immerhin. Ach komm. Jetzt hier will ich Beistand, Poseidon. Der gefällt mir. Natürlich nicht. Also, Wurf will ich nicht. Das ist auch so ein. Ja, das ist nicht so geil alles. Nee. Aber vielleicht ist das richtig gut. Wegstoß. Hast du denn was? Ich hab ja Wegstoß. Ja, mein Schießen, ne? Oder gilt das nicht als Gabe? Segen. Oder sind das alles Gaben? Die gottähnliche Macht. Doch. Es ist. Dann mach das. Ja. Ich würde sagen, es zahlt auch da oben drauf ein. So. Wow. Gut, das nehmen wir auch noch mit. Allein bei mir nichts zu essen. Also. Aber es war ein bisschen enttäuschend jetzt hier für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber du hast 562 von den Dingern. Also wir können richtig geil den Spiegel. Haben wir den schon? Ja, aufs. Ja, drei gehen, glaube ich, nicht. Oder? Es gibt doch auch sogar irgendwelche Skills, wo du prozentual an den gesammelten Edelsteinen auch irgendwas kriegst. Ja, das wäre jetzt krass. So, jetzt haben wir wieder Captain Kackfass hier.
kommt, wo kommt ihr? Wo kommt ihr? Wo kommt ihr? Wo kommt ihr da? Ja, das geht auch schon echt flott jetzt, muss ich mal sagen. Oh, ja, das ist ja voll scheiße. Das geht super flott. Ja, wenn man das so jetzt kombiniert, ne, glaube ich, alles schön miteinander. Das wird hier ein hartes Run jetzt. Nee. Doch. Vorher werde ich sterben. Nee. Und das ohne Beistand, Colin. Ja, ich will diese scheiß Lava, die irritiert mich. Was gut ist, hier kann man sich eigentlich so ein bisschen Zeit lassen, ne? Bisschen. Ja, dann kannst du ihn, glaube ich, hier nicht killen, ne? Da kommt immer die Phase. Ja, genau. Schön beide erwischt. Nochmal beide erwischt. Stark. Jetzt machst du richtig schön scharf. So, das war die richtige Entscheidung. Oh, du bist fast tot. Ja, scheiße, ach, das sind die Kleinberger wieder. Fick Alarm im Arschzwerg. Fick Alarm im Arschzwerg. Das ist der unveröffentlichte vierte Teil der Herr der Ringe Trilogie. Fick Alarm im Arschzwerg von Peter Jackson. Das ist wieder, ich hab wieder übersehen, dass da diese dämlichen. Oh, Dildo. Ey, Fick Arsch. Sorry, es tut mir leid. Ich bin. Man neigt zur Das ist so angenehm, dass ich der Einzige bin, der so vulgäre Ausdrücke benutzt. Ja, das ist halt. Es ist. Mal jetzt nicht noch einen verlieren. Nee, ach Mann, oh ärgerlich! Komm, ich schmeiß das Joypad weg, nun mach du. Es ging echt gut los. Ich weiß gar nicht, was ich übersehen habe. Ich glaube, die Zombies und Lavafalle. Mann, das kriege ich auch nur 100. Aber ich glaube, also meine Beobachtung ist, dass du jetzt zu sehr immer in die Explosion rein willst, um diesen Buff zu holen. Manchmal ist es natürlich auch sinnvoll, dann nicht da richtig ins Schlachtengetümmel reinzugehen. Ja, zumal, ist so zumal dieser Buff ja auch 4 Sekunden ist, schon eine lange Zeit. Also du musst das gar nicht bei jedem Schuss machen. Ja, und gerade auf so einer Fläche, diese ganzen Lava-Becken, ist halt, haben sie mir die richtige Schlangenvariante gerade, sag ich mal, ne? Das krieg ich nicht mal voll. Okay, jetzt aber erstmal gucken, ob es sich jetzt lohnt, meinetwegen. Aber du kannst was verkaufen. Verkauf was. Meinst du, das soll ich tun? Ja, auf jeden Fall. Die Todesverachtung ist wichtiger als alles, was du hast. Guck mal, was du verkaufen kannst. Oh Gott. Was ist das hier? Der Zerbersten-Effekt, weg damit. Den haben wir doch gerade erst gekriegt und wollten den gar nicht. Nur 45, du hast schon recht. Ja, komm. So, tschüss, gar nicht drüber nachdenken. Und gleich kommt wieder Pedokles, der uns die wieder alle gibt, gratis. Oh ja, nee, komm hier. Zack, einmal nehmen, dankeschön. Und gar nicht weiter drüber nachdenken. Ja, hier war aber auch nichts weiter, ich kann mir nichts leisten. So, und dann kann ich jetzt mal überlegen, also dann, das brauche ich jetzt sowieso nicht mehr. Sollte ich jetzt schon den Goldzahn nehmen? Weil das ist das nächste Leben, ne? Ich glaube, ich muss es nehmen. Wirst du zweimal sterben bei den Doppelbossen? Ja, dann würde ich ihn nehmen. Ich glaube, das ist leider. Ich find's doof. Oder hast du noch was, was dir diese Map hier massiv leichter macht? Ja, 30% mehr Schaden. Ferne ist immer gut, aber auch das ist die Gefahr, sich dann da. Aber wann ist Ferne? Ja. Weil ich meine, theoretisch ist alles, was du machst, Ferne. Das lohnt sich hier nicht. Das ist, glaube ich, was für den ersten Level. Ja, weil das ist einfach. Ist doch vor allem nicht unverletzt. Nee, ist auch Käse hier. Ja, das ist ja auch gut. Das ist auch die ganz konservative Variante. Aber ich bin fast geneigt, den Goldzahn zu nehmen. Ja. Echt jetzt? Ja, doch, ich will auch jetzt hier nicht scheitern. Nicht auf den letzten Metern. That's it for us, Fidel. Verdammte Süßigkeit. So. Much nicer climate. Geld oder Hammer? Hammer, immer Hammer. Ach, ja. Du willst die 5er Rockets. Stimmt. Die, das ist ja das Spekulieren. Das wissen die halt genau. Weil die sagen, nee, das gibt's am allerseltensten von allem. Jetzt schieße ich natürlich die Gegner hier noch mehr durch die Arena, ne? Mit dem Wegstoßeffekt, wenn die so kleine. Meinst du es gar nicht so geil? Ja, das weiß ich nicht, aber zumindest lästig. Also wenn ich jetzt eine Nahkampfwaffe hätte, würde ich mich jetzt schon abfucken in der ersten. Ach ja.
Ja, und natürlich haben wir das auch gesehen, auch hier nochmal auf da Kommentare auch schön eingehen. In die, in dass die da diese Augen Falle reingeschossen. Ja, das stimmt. Das kann natürlich. Ach, dumm! Hätte ich einfach wegschießen müssen, aber da kam der Reflex-Dash. Okay, jetzt konzentriert spielen. Ich bin von diesen Blitzen im Sprint noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob das so ja, da reinhaut. Klingensog. Das, glaube ich, wäre geiler gewesen. So, jetzt bitte was Geiles. Das ist gut. Dreimal in schneller Folge, also. Das ist auch gut. Durchbohrt-Gegner, 50% Rüstung. Das ist für die Rüstungsphase, aber dieses dreimal. Ist auch geil. Ich glaube, das ist es. Mach mal. Ja. Ja, okay. Das ist schon gut. Und jetzt will ich doch jetzt direkt bei einer Truhen auf nur 25. Och, nee. Fast lohnt sich's nicht, ne? Ich habe 175 Health. Ich brauche Power. Früher hätte ich der alte Colin hätte gesagt. Der alte Colin hätte gesagt, sicher ist sicher. Ja, guck mal, wie sie Angst haben, die kleinen Boys. Ach, ich will einen so einen. Oh, ich liebe es. Gefällt mir. Oh, schön in die Falle rein. Colin, stark. Ja. Das lässt sich schon. Boah, wie die mir schon auf den Sack gegangen sind, das muss ich sagen. Das war das Tempo. Das war natürlich timingmäßig ganz schlecht. Einer bin ab. Ist ja auch fies, dass die nach Ableben nochmal so diese komischen. Da ist noch einer rechts, neben der Wache. Ah, okay, ist aber nicht schlecht. Komm, das ist nicht schlecht hier, ne? Ah, okay. Was machen wir stärker? Ja, der spult. Ich weiß nicht, ob das den Kohlfett macht, aber das hier. Ganz unten oder ganz das hoch? Ist super, oder? Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also 201. Bedenke nur, dass dir das bei Bossen nichts bringt. Das stimmt, aber bei allen anderen natürlich. Und du hast jetzt natürlich die Spezialität verdreifacht, ne? Ja, das stimmt. Das könnte so ein bisschen. Und das ist ja nur der Blitzschaden. Das ist ja nicht der eigentliche Schaden. Ja, ja. Ah, komm. Und ich sehe schon. Geld lohnt sich leider nicht. Doppelt, aber da musst du doppelt. Noch irgendwo eine Goldurne? Nein. So. Ich hätte gerne noch auf dem Schuss sowas wie Eis oder Gift. Weißt du, so ein Effekt. So, wen nehmen wir denn? Ich nehme Ares, komm. Na, nutze ich aber nie. Das ist gut, oder? Aber wer kannst du Gegnern? Gegen Gegner? Also, wenn ich verletzt werde. Nee, das ist mir immer schon. Mein Plan basiert nicht darauf, dass ich verletzt werde. Aber 10% mehr kommt. Ich will einfach. Aber meine vergangenen Beziehungen haben. Ja, beschwer dich halt. Ich kann mir da auch nicht merken, was am schlimmsten ist. Also, weißt du, gegen wer? Ich weiß, dass diese Artemis-Pfeile, die habe ich so. Jetzt Zeus-Beistand danach. Muss eigentlich so sein. Genau, nee, aber ich meine, wer dir jetzt hier bei dem Kampf, weißt du, das Leben am schwersten macht, das meine ich. Oh. Ah, okay. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ja, da hätte man sich jetzt doch die. Wie gehen die Falle geht? Man geht nicht. Ja, mal Schild, ne? Das merkst du jetzt. Ja. Also, wisst ihr halt genau. Ja. Ja, ich muss leider immer ziemlich viel stehen bleiben, um die überhaupt zu treffen. Scheiße.
Ich gefühle jedes Mal, wenn ich stehen bleibe, um was zu machen. Kriegst du einen. Ja. Alter. Das war jetzt leider mit dem Schilden. Das scheint jetzt hier. Macht hier auf jeden Fall gerade den Unterschied. Oh, fuck. Das war nicht gut. Ich hoffe, es kriegt jetzt richtig was Geiles. Da ist der Beistand. Ja, komm, ich nehme den Beistand. Blitz. Oh, endlich. Das heißt, auch das ist geschockt. Dann können die sich nicht mehr bewegen, oder was? Geh mal runter, nur um zu lesen. Das Opfer fügt sich beim nächsten Angriff selber Blitzschaden zu, der Gegner. Aber das könnte wieder so ein. Ja, so eine. Ach, das war echt nicht gut. Da habe ich echt eine richtig Ladung. Ah, die fragst du diesen. Also, Boss plus Athene. Und da. Oh, hier gibt es aber nochmal die Möglichkeit, sich vielleicht einen kleinen Vorteil zu erkaufen. Ja, das muss ich, glaube ich, jetzt nehmen. Und ich muss. Kann ich mir beides leisten? Ja. Das will ich beides haben. Es ist ärgerlich, die Kohle jetzt hier rauszuhauen. Aber das könnte 6 Scharmützel, geht das vielleicht sogar bis Boss? Oder steht irgendwo immer, wie viele Kammern aber noch kommen, bis der Boss auch Schild? Also ist das überhaupt relevant? Ja, die haben schon ein Schild. Ja. Also zumindest haben die diese Aura ja ab und zu mal hier, die beiden. Ja, aber haben die diesen gelben Energie? Ich weiß es nicht. Aber ich brauch das, es tut mir leid. Ich brauch, ja, also weil es hat ja gerade gezeigt, was für ein unglaublicher Mist das war. Ah. Poseidon haben wir diese. Der hat uns das hier, den Wegdings gegeben, ne? Ja. Ich gehe zu Poseidon. Oh, hier ist eine Goldurne. Schade. Innerhalb von 2 Räumen kippt die Arroganz des Übermächtigen. Oh, was ist das denn nochmal? Das ist noch nichts. Ja, wenn die sich nicht so viel bewegen, bist du natürlich sehr stark. Dein Problem sind eher schnelle, bewegliche Gegner, weil die dann auch beim großen Explosionsschaden immer entkommen. Ja. Also kleine, also wendige Gegner magst du nicht. Nee. Ja. Und dann stehen sie genau da. Immer irgendeiner macht ein Fadenkreuz-Gelumpe. So wie da. Ach, da lebt er noch. Arschgesicht. Beistand. Nochmal Beistand, ja. Muss ich jetzt mal dran gewöhnen, dass jetzt Beistand. Ja. Ich nehme lieber mal wieder Beischlaf, aber. Nun. Oh. Das will ich haben. Weil, wenn Barrieren wirklich alles sind, gerade in dem. Jetzt dadurch, dass du auch mit deinem Angriff schieben kannst. Mhm. Ja. Ah, Geld oder Herz? Ich glaube, Geld. Ich habe so wenig Geld. Ja, guck mal auf deine Energie. Ja. Aber das gibt mir ja auch nur 25. Ja? Also komme ich auf. Ja, ja, das ist ja dieses einmalige Upgrade. Also, dass ich 25 mehr bekomme. Zwar auch gut geschrieben, aber ich gehe davon aus, dass ich noch irgendeinen Shop bekomme, wo ich was kaufen kann. Und das ist. Oh, plus ein. Ach, das war ja die Kammerbelohnung. Genau. Ah, sonst kommt direkt. Oh, da ist jetzt so ein. Das war die richtige Entscheidung. Oh, das ist sehr gut. Und jetzt liegt auch noch. Schön den heiligen Gral zerballern. Okay, das kam gerade richtig. Exist places of peace, so utterly serene and absolute as mortal kind. Ja, gut. Oh, links, ganz links, ganz links, ganz links. Sehr klar. Pedokles, sehr gut. Jetzt kriegst du nämlich nochmal dein Revive und dann heißt Bossy Bossy. Ja, das ist, war doch dann jetzt alles doch eine ganz gute Verkettung. Wenn man schon freiwillig aufgeben möchte. Ah, hier haben wir auch schon geschenkt, ne? Ja, ja. So. Den nehme ich jetzt aber tatsächlich, weil das ist. Ist zwar auch alles schön, aber das lohnt sich natürlich jetzt nicht. Ist auch gut. Also, ich habe 2, ne?
Ja, ey, das ist. Willst du lieber 60% mehr Schaden machen? Ich glaube eher, nimm lieber das, weil ich glaube, du bist vom Typ her eher, der Kampf dauert lange. Du bist keiner, der da reingeht und schnell den beendet. Naja, aber deshalb du siehst ja, lange durchhalten. Aber 60% mehr Schaden beim Boss ist natürlich ein Argument, dass der Kampf schneller auch vorbeigeht. Ja, aber es ist. Ja, ich weiß nicht. Es ist letztendlich, musst du halt einfach ein bisschen länger durchhalten. Ja. Ach, ich glaube, dass du das. Ja, das auch. Da kommt der Konservative wieder durch. Ja, also können wir mal gucken, ob sich. Wie viele Geschenke haben wir denn gerade aktuell? Ach, nur zwei. Nee, die will ich dann noch nicht geben. Mal doppelt geben. Also nochmal Geld. Nee, jetzt Power-Up. Es wird gleich wieder irgendeine Investition. Ja, komm, Power-Up. Scheiß da Hund drauf. Oh, die Streitwagen. Ja, das ist doch schön. Hier einfach ein bisschen in Bewegung bleiben, nicht von irgendeiner dummen Kinderkack-Explosion getroffen werden. Ah, ist natürlich semi-gut, wenn man sie dann so. Ja, komm, das ist, könnte schlimmer sein. Gleich wird es auch schlimmer. Ah, Chaos-Tor. Ich will mal Zeus aufladen. Warum haben wir jetzt einen Totenkopf? Also, du machst das sehr schön. Ich glaube, zu Zeus wird. Ja, das mit dem, Panzerding. Ja, gut, dann ist das. Hab ich, obwohl, ja. Du hast gleich noch einen Brunnen hier. Mhm. Kann er vielleicht auch noch. Ah, nee, geht schon wieder. Okay, also erstmal Power-Up. So. Ja, ich weiß nämlich nicht, wie gut das Ding, ob das wir da schon wieder was unterschätzen, weißt du? Diesen Rache-Schaden. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, hier auf die Konservativität. Was man hat, das hat. Ja. So. Aber lohnt es sich jetzt zu Charon zu gehen? Guck mal, ich habe ja hier eine Schere und ich könnte jetzt eine Typenveränderung. Für dich. Stimmt. Viele Leute, die schon seit Jahren Colin Gable gucken, fragen sich, ja, ich habe auch, muss wie sieht wohl diese, wie sieht diese Stirn aus? Du willst es nicht sehen. Die er uns immer verheimlicht, ein Leben lang. Ja. Was verbirgt sich da? Wahrscheinlich hast du da irgendwas. Lohnt es sich jetzt das auf. Das nehme ich jetzt mit, weil es nur 10 kostet. Oder sind das die 10, die uns gleich fehlen? Ich nehme die Bewegungsgeschwindigkeit. Das kann nur von Vorteil sein jetzt beim, wenn ich in Todesfallen laufe. Ich fühle mich schon richtig lebendig. Und das so. Chaos-Gate willst du nicht machen? Ja, da bin ich. Wir kriegen ja einen harten Malus und der wird mich jetzt. Oder kriegt man? Wo kriegt man? Kammer 33. Wie ist das denn mit den Zählungen? Sind das 9? Wo siehst du denn die Kammer? Da oben ganz rechts steht, dass wir in Kammer 33 sind. Aber wie viel jetzt noch bis zum Boss kommen? Das wissen wir halt nicht, ne? Ja, weit ist es nicht mehr, also. Deswegen, und da habe ich jetzt so ein bisschen die Angst vor, dass ich jetzt A, Health verliere, B, einen richtig üblen Malus. Und das ist der schwere Boss. Nee, ich lasse es. Da bin ich jetzt auf meine alten Tage doch noch konservativ. Also, und jetzt, was würdest du denn jetzt machen? Das überlasse ich dir die Entscheidung mal. Ich glaube, ich würde links reingehen. Ja, ne? Aber in Hoffnung auf eine geile Verbesserung. Ja. Wisst ihr? Und ich kann, habe ich jetzt jemanden, der mich nachher die Schuld geben kann. Was ich da in der Mitte, die Falle ist fies. Die auch? Ja, die auch, ja. Du hast Beistand. Ja, nicht belohnt eingesetzt. Dumm eingesetzt, sozusagen. Ah, schön abgefragt, genau richtig. Diese Bogenmichel, ey. Ich glaube, du hast 4 Sprints. Ne? Du machst immer nur 2er Sprints. Stimmt. Und du hast die Blitze. Also du kannst einfach durch die durchsprinten eigentlich. Schön. Ist das neu, dass das angezeigt wird? Drücke RT für Beistand. Das ist eine gute Frage. Also, nach vorher noch nicht aufgefallen. Bin nicht sicher. Wir haben allen schon was gegeben, ne?
mal auch Athene. Nee, die hat noch nichts bekommen. Ja gut, dass sie das Gucken doch belohnt. Wir schenken ihr einmal den leckeren Honig. I'm indebted to you, Goddess, for all that. I'm gonna give you much better loot now. Such offerings to go unanswered, noble cousin. In turn, I wish for you to have this with my compliments. Und es kommt ja dieses Jahr nicht nur Hades 2 raus, sondern auch neues Dead Cells DLC. Mhm. Castlevania. Das klingt eigentlich nach so einem Match made in heaven, ne? Das klingt wirklich nach zwei Let's Plays, auf die wir uns schon mal freuen. Mhm. Und ich habe auch mega Bock auf Grusel Remake da, weißt schon. Was? Dead Cells? Das ist. Ist das nicht jetzt der potenzielle Gamechanger für den Level danach? Immunität gegen Fallenschaden. 60%. Der letzte Level ist ja voll von Fallen. Ich gehe davon aus, dass ich ihn schaffe. Weißt du, diese ganzen kleinen Kammern, wo so Hackbeile und sowas runterkommen. Ja, war da so viel Fallen? Ja. Okay. Also mal gucken, was wir uns einfallen lassen. Ja, aber es ist, die anderen beiden sind auch nicht besser, also mach ruhig. Nach einer kurzen Pause. Wir sind sofort wieder da. Hey, Valentin, ne? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Dafür war die Pause einfach nicht lang genug. Oh, danke. Schenk dir eins von meinen Kinderkanzeln. Ja, diskutieren wir auch. Danke, das ist sehr lieb von dir. Du darfst gleich auch einem von meinen Weihnachtsmännern den Kopf abbeißen. Das ist ein sehr selbstloser Typ. Mhm. Aber leider ist Kinderkanzel zählt einfach zum Besten, was die Süßigkeitenindustrie. Absolut. Boah. Einzige Problem ist bei großer Hitze oft eine knatschige Angelegenheit. Und das Aufreißen kann einen abfangen. Ja. Aber wenn das nicht so richtig sauber. Perfekte Temperatur. Super. Also, Grüße gehen nach Münster. Wenn auch ihr uns so tolle Pakete schicken wollt, gerne. Dann macht das doch. Also, ich hatte kurz spekuliert in der Pause, ob der Wurf im letzten Level, ich gehe davon aus, dass ich da hinkomme, tollkühn wie ich bin, in diesen kleinen Kammern was bringt. Da hast du natürlich zu Recht gesagt, naja, bisher hat der Wurf, du hast ja noch nichts investiert in den Wurf. Ich weiß nicht, Wurfschaden 85 klingt halt für mich so ein bisschen. Willst du noch eins? Das ist einfach eins. Nee, ist ja auch nee, eins ist keins, aber ich muss jetzt. Siehst du, das ist der Unterschied. Was ich meine mit dieser Disziplin. Mhm. Wenn sie da sind, dann esse ich sie. Das mit den Fallen, das ist irgendwie super konservativ. Aber denk dran, das gilt jetzt für dich. Du kriegst 60%, du kriegst immer noch Fallschaden. Ja. Ja. Aber in diesen letzten Kammern, das sind doch so Hackbeile, die von oben runterkommen. Da gibt's ziemlich viel, was dir auf den Sack gehen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, was unter Umständen jetzt einfach so. Na, es ist zumindest was, worüber du dir keinen großen Gedanken machen musst. Aber ich verstehe, es ist auch so ein bisschen dieses Unbefriedigende, weil du etwas bekommst, was du nicht sofort spürst, im Sinne von austeilen. Sondern wenn es mal dazu kommt, ist es nicht ganz so tödlich. Ist jetzt denn schon gleich Bosszeit oder erstmal Ladenszeit? Es ist erstmal Ladenszeit, ne? Da sind wir uns doch einig. Angeblich hat es keine Ladenszeit in dieses Spiel. Oder ist das jetzt das, was die Leute meinten? Ihr kriegt jetzt sowieso Hermes und kauft jetzt das im Laden, was ihr hier gegen. Das habe ich mich halt auch gefragt. Hier kriegst du halt einen Boon, hier kaufst du einen Boon. Ja. Aber die Frage aber gibt ist, gibt es irgendwann eine Situation, wo du keinen Boon kriegst und eins aber kaufen könntest? Das weiß ich nicht. Oder ob du halt denselben Boon sozusagen. Weil ich meine, das Geld behältst du ja. Also das kannst du auch mit ins nächste Level, noch im nächsten Level noch ausgeben. Plus im letzten Level hast du ja diesen Riesenshop. Ne? Da brauchst du ja richtig viel Geld. Also jetzt lieber mal auf Hermes. Du hast Rest. Professor Hades hat hier alles. Ja, das war ein Argument. Ich fühle mich aber wohl in dieser Geschwindigkeit gerade. Wird natürlich im letzten Level tödlich sein, weil das ist ja dieser Level, wo dann auch diese Giftpfützen kommen und die ganze schlechte Laune sozusagen direkt. Besser Giftpfützen als Gift. Stützen, ja, hatte ich auch mal. Also, oh, was ist das? Nachdem du verletzt bist, kannst du nach einem schnellen Spurt, da ich doch den ganzen Tag spurte. Lies doch erstmal noch die anderen. Ja, aber ich sehe nur selten und ich sehe.
Nachdem du deinen Beistand nutzt, steigt 10% lang deine Ausweichchance und du bewegst dich schneller. Brauche ich nicht, bin so. Nein, du hast recht. Das brauche ich nicht. No-brainer. Also, man rennt so viel eh in dem Level und wenn du eine Chance hast, immer ein bisschen was. Hast du mal Kinder-Country mit Milch probiert? So in einem, so einem Cornflakes-Bowl? Nee. Ich habe das Gefühl, das könnte geil sein. Könnte, aber könnte auch schäbiger sein. Okay. Schneidest die schön klein, so ein paar Kinder-Countries, machst sie so rein mit ein paar Cornflakes. Ich glaube, das wäre ganz geil. Vielleicht. Das passt jetzt nicht unbedingt in meine Strategie des Abnehmens, aber es passt in die Strategie des Genießens. Aber vielleicht verwässert das im wahrsten Sinne des Wortes auch das, was eigentlich so geil ist. Also hier sollte ich jetzt, glaube ich, auch versuchen, ne? Nicht beide gleichzeitig. Ja, wie gesagt, die kriegen beide ab der Hälfte ihre Ultis, beziehungsweise ihre stärkeren Angriffe. Also wenn du es schaffst, einen zu killen und nicht beide auf die Hälfte runter, das wird dann deutlich schwerer. Aber es ist natürlich erfahrungsgemäß nicht so leicht, das zu steuern. Ja, und welche Variante ist jetzt? Also lieber erst den Ochsen oder erst den Speerfreund? Der Ochse rennt dir hinterher und der Speerfreund macht diese Salven. Hm, der geht mir am meisten auf den Sack. Fadenkreuzmann. Okay, einen können wir es noch rauszögern. Ich sag, geh auf Theseus. Theseus, oder? Theseus. Also ich kenne ihn als Theseus. Theseus, ja, das ist der Shop, der, diese kleine Manufaktur, wo du immer deinen handgezupften grünen Tee kaufst. Ja? That's so mean. Ich versuche mal auf Theseus zu gehen. Theseus. Das heißt ja auch Perseus, ne? Oh. Wow. Ah, das war nicht gut. Ach so, oder? Beistand. Yes. Hier kann ich ja auch hinter Säulen einfach stehen bleiben, ne? Ja, genau. Lass die mal kommen. Vielleicht machen wir uns das Spiel zu hektisch. Das kann schon sein. Sehr schön. Diese taktische Herangehensweise gefällt mir sehr gut. Haben die genervt oder sind die langsamer geworden? Ich glaube, die einfach schneller. Schön, cool. War das Theseus oder Perversus? Theseus. Ah, er kann jetzt nicht hektisch werden. Was war das? Oh, er ist in der Heatface, ne? Ja. Schon mal nachladen, sollen das ein bisschen Ruhe reinkehren lassen. Schön. Schön. Falsch. Ah! Nicht den Beistand. Lad ihn auf. Hat's ja fast. Da schaut sie noch im Kreis. Theseus ist gleich durch. Ja, sehr gut. Oh, ich bin vergiftet! Oder? Nicht schlimm's, nein. Wie lädt er denn noch, der Arschmann? Okay, langsam. Erstmal nachladen. Hol ihn dir. Also down. Okay. Oh, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Oh! Was macht er denn immer? So eine Sprungattacke auf dich. Ja. Sie alleine. So nah an ihn ran. Ja. Weißt du, willst den Buff, aber scheiß auf den Buff. Ja. Was noch mal Beistand voll leben oder ähnlich. Eh
Ich will das, ich möchte einfach diesen. Das ist ja klar, was ich möchte, ne? Mhm. Ja, da auf einmal. Ah! Ja, das war aber auch. Guck mal, durch die Vase durch. Auch nicht so schädlich. Beistand. Beistand. Ja. Wir erst ankommen lassen. Aber die haben am meisten Angst. So schön. Jetzt kommen wir gegen den Rest. Diese. Ja, aber ey, zwei hat's gekostet. Nee, ein. Echt? Bist du sicher? Oh nee, zwei. Zwei. Wir können mir einen zurückkaufen. Mit 812 Edelsteine haben wir. Ah, semi-gut. Aber an sich der Anfang, ich würde aber auch sagen, es war besser, sich auf Theseus zu konzentrieren am Anfang. Weil wenn der andere seine Heatface noch nicht hat, der ist ja relativ zögerlich. Man darf nicht vergessen, dass der dann mal angesprungen kommt oder so. Aber der hat ja im Endkampf schon ganz schön viel Damage gemacht. Ja, ja. Die Panik. Es war die Panik wieder, die nackte Angst. So, also, was ist denn jetzt gut? Erstmal gucken, was es hier gegebenenfalls gibt. Vielleicht gut. Das könnte man sich überlegen, wenn ich jetzt noch mal den. Ja, ich glaube auch. Gut investierte Firma. Die Frage ist jetzt, ob ich erst. Also, um das jetzt hochzutreiben, weißt du? Du weißt, was ich sagen will. Auf die Uhrverlängerung. Ob ich die jetzt aktivieren sollte oder ob das. Weil das wäre dann werden aus 6 Kammern mehr 12 Kammern oder so, ne? Ja, das wäre dann genau bis zum Ende. Ja, aber das sind ja ganz viele Minikammern. Ich weiß jetzt nicht, wie das gezählt wird, weißt du? Aber es sind nicht mehr als 12. Meinst du? Aber dann müsste ich halt, da müsste ich natürlich jetzt den. Ah nee, ich kann ja gar nicht. Den Goldzahn, das ist das Letzte, was ausgetauscht wird. Den muss ich ja behalten. Ey, ich habe 257 Gold. Und da ist richtig viel guter Scheiß. Gleich zu kaufen, hoffe ich. Ich bin geizig. Ich fühle mich wie so einer Spielshow, weißt du? Mhm. Wollen sie die Waschmaschine haben oder das Auto und die Waschmaschine? Und ich habe mich gerade für Tor 2 entschieden. Ich krieg den Jubel des Publikums, der ist mir sicher. Ich gebe ihnen 500 Euro, wenn sie einfach wieder die Schnauze halten und sich ins Publikum setzen. Möchtest du? Du weißt, du kommst nach Hause und kriegst einen. Warum hast du nicht die Waschmaschine? Jetzt haben wir weder eine Waschmaschine noch ein Auto. Ja. Der Herr Träger, der hat mich belabert. So sieht es nämlich aus. Aber guck mal, das ist ja viel Gold in den Uhren. Weil es in jeder Uhrenvariante war gerade was drin. Okay, also erstmal shoppen, gucken. Kannst du nichts kaufen? Na, Rares. Ein Diamant für 1000. Nee. The fishing point. Oh, ja, danke. Dann angeln wir doch erstmal. Ja. Wenn er untergeht, richtig, ne? Scheuerfisch. Mm. Was bringt das? Wenn du den in der Badewanne hältst, ist die immer schön sauber. Aber den kannst du beim Fisch, beim Koch abgeben. Ich investiere jetzt mal in Ares. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Die Poweräpfel hole ich mir danach. Just what I need. Ja, das ist wieder das Ersetzen. Das ist gut. Weil das wird mir höchstwahrscheinlich passieren. Das gilt doch als Todesverachtung, oder? Der Skelly-Ding. Ich glaub schon. Boah, ne? Das ist nicht schlecht. Also es wird mir passieren, habe ich 20% mehr. Ja. Also es ist nicht überragend gut, aber schon okay. Aber den 40% mehr Schaden gerade für die Spezialität hast du auf jeden Fall nicht genommen. Habe ich nicht gar nicht gesehen. Für die Hälfte des. Echt? Für die 6 Kammern halt. Oh, ich muss zugeben, dass ich. Ja, für die 6 Kammern. So. Erstmal. Also ich würde sagen, das ist jeweils eine Kammer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, würde ich sagen. Können wir mal gucken. Kannst du mal oben rechts gucken. Kammern.
Genau, 39 Kammern haben wir jetzt. Weil ich würde sagen, jede Kammer, die wir da verlassen, ist eine. Gucken wir mal. Stark. Was habe ich denn gerade so viel? Ach, das war das Reindrücken! Das war was? Das war, glaube ich, das Schuss reindrücken, weil das plötzlich so schnell ging. Der Schuss drückt ja zurück, das war die Gabe. Ja. Und drückt halt immer an die Wand und dann gibt es diesen Bonusschaden. Ah, okay. Ich glaube, das war das nämlich gerade, weil das ging ja super flott gerade gefühlt. Okay, was hatten wir jetzt? 39, 40 Kammern. Und das heißt, wir müssen dann hier gleich 41 sein, ne? Ja, das ist das. Guck mal hier. Bam, nice. Oh, das ist ja, ich liebe es jetzt schon. 41, das heißt. Ja, dann du hast recht. Das zählt als komplette Kammer. Dementsprechend gebe ich dir recht, waren die 6 Scharmützel. Zack, zack, zack. Oh. Nehme ich alles zurück. Ja, komm, komm. Alter, das ist, das war hier das geile Ding. Ey, ist das geil. Ja. Ist das gut. Pusht die aber richtig gut weg hier, ne? Ja. Ja. Dumm nur, wenn die Waffe gerade leer ist. Ey, geil. Ich spüre, wie in mir eine gewisse Freude gerade aufkommt. Leute, wir werden gleich noch Hades sehen. Sehen werden wir ihn wahrscheinlich, aber... Werden wir auch besiegen. Ah, weiß wieder, ich bin Gift. Ah, ja, Cosimo. Ah, was ist das? Das ist irgendein Reality-Trash im Spiel. Ja, kennst du doch. Ist nicht Cosimo? Ja, vom Namen her, doch. Boah, oh, ah, ja, ja, doch, ich weiß, wer das ist, ja, ja. Immer verlieren wir nur, Baby. Aber ich bin ein bisschen raus. Oh, ja, mich nervt das gerade hier! Mann, du blöde Kackmuschel! Gerade noch gefreut und jetzt kommt so ein blöder, fickiger Giftspucker. Beistand. Einfach Beistand. Warum nicht? Mann! Ist ja noch Amselkind. Ja, ich weiß. Ja, gut, es war nicht ganz so tödlich, wie ich befürchtet hatte. Aber diese Giftschmucker, das ist immer, wenn man sich freut, kontern sie mit irgendeiner Scheiße aus. Gucken wir erstmal den Brunnen da. Oh. Ja, erstmal den Brunnen angucken übrigens. Nee. Nee. Boah. Obwohl. Boah. Nee, das ist doch dumm ausgegeben. Sechs Scharmützel bringt nichts. Die wollen uns jetzt hier die Kohle aus den Rippen quetschen. Und das ist einfach nicht gut. Aber Gold ist wirklich immer nur in den Goldvasen, ne? Nie in den anderen Vasen. Hoffe ich. Let's just go down this Sator hole. So. Jetzt nochmal unten rechts das kaufen. Oder sparen. Warte mal, was gab's denn hier eigentlich? Hab ich irgendwas liegen lassen gerade? Nee, ne? Hä? Ah, nee, das war die. Hä? Was war hier nochmal über dem Tor? Ach, Gold. Ja, ich hab 200. Alles klar. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas vergessen. Lohnt sich das denn? Ich habe das Gefühl, die beiden lachen mich gerade irgendwie ein bisschen mehr an. Ich gebe mal noch nicht aus. Und dann entscheiden wir zusammen, in was wir investieren, Schatz, ja? Mhm. Gut. Jetzt hol ich mir erstmal ein bisschen Power. Power. Ich liebe irgendwie die Power-Äpfel. Schon Avatar gesehen? Nein. Er macht keine Filme mehr. Nein, ach, wann kommt man der meiste Dorf? Wann kommst du denn nochmal ins Kino? Als nee, man muss sich auch Zeit nehmen, Colin. Ja, aber das ist doch die Frage, du willst doch nicht alleine da rein. Du willst doch am liebsten mit dem Menschen an deiner Seite da reingehen. Wenn es dann noch einen dritten Menschen an der Seite gibt, der sagt, nee, 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 ihr geht nicht ins Kino. Und du nicht sagst, es gibt noch einen vierten Menschen an der Seite, der so oft mit kompletten Menschen aufpasst. Du musst halt eher gucken, ne? Okay, diese Giftspucker gehen mir hart. Gleich ein Chaos Gate auch, ne? Hier war ein Chaos Gate? Ja, du stehst da drauf. Das da. Ich weiß nicht, warum sich nicht geöffnet hat. Das hier? Ja. Das ist auch nur ein Wurzeldeko. Ach so, okay. Ja, wie, sag mal, ich habe nur gelesen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der erste war ja schon nicht in meiner Top-Liste aller Zeiten, ne? Ja, dann wird der zweite das auch nicht schaffen. Nee, einfach nur, weil er mir zu dünn war. Ja, der zweite ist auch dünn. Also, aber er sieht natürlich schon sehr schön aus. Also kann man. Also macht Spaß, ist schon eindrucksvoll. Ich glaube halt, wenn du nicht im Kino guckst, dann kannst du auch gleich. Ja. Also dann musst du dann eigentlich gar nicht gucken, weil ich glaube, ja. Das ist halt ein Kinoerlebnis. Der sieht schon
optisch, effekttechnisch, auch 3D-technisch ist das schon alles top-notch. Aber ich glaube, wenn du den zu Hause auf Blu-ray auf dem Screen guckst, wird er auf jeden Fall deutlich einbüßen. Ja, das glaube ich auch. Aber das ist, ich habe da, also macht ja auch Spaß. Genau dafür wurden ja Kinos gebaut. So. Ja, also das ist halt auch, wenn man das so da rangeht und nicht jetzt irgendwie. Nee, hey, das kann ich schon. Storytechnisch irgendwelche Revolutionen erwarte, also das ist. Nein! Aber ist jetzt für mich trotzdem auch kein All-Time-Classic. Also es ist ja eher eine Kostprobe des technischen Könnens von James Cameron, aber. Für mich darf es dann auch gerne weniger Budget sein, wenn dann sowas wie Aliens oder Terminator 2 rauskommt, dann muss es vielleicht gar nicht 3 Stunden, 12 Minuten feinste CGI kosten. Aber ich habe mich jetzt auch nicht, ich habe es auch nicht bereut. Das sind auch richtige Fucker, die Teile. Ja, weil sie halt immer so stehen. Hast du deinen Wurf noch, ne? Den kannst du auch ab und zu noch mal da reinschauen. Ah, hier. Machen wir nämlich mehr Damage. Das haben wir am Spiel. Das stimmt. Ja, wenn wir das noch eingestellt. Alter, nicht wirklich. Glaub schon. Ich bin nicht zufrieden. Aber da werde ich gleich zufrieden sein. So, also erstmal Granatapfel. Schorle. Schön, aber nicht mehr schön, das. Kann ich denn, meinst du, ich kann auch Hades in die Reihen rein? Nee, aber egal, wir wollen das jetzt. Wir wollen sehen. Jetzt geben wir mal einen Snack. Das nehme ich mit. Für 35, 40% mehr Schaden. Aber es sind nur 6 Scharmützel, also es wird nicht bis Hades reichen. Nö, aber wenn ich immer, erstmal jetzt mal, es gibt ja kein Essen beim Händler. Das ist das Problem. Und deswegen, das 6 Kammern. Also, ich könnte natürlich jetzt sagen, aber gut, wir können es ja ein bisschen steuern. Wir müssen ja, glaube ich, nicht alle Kammern machen. Weil irgendwann kommt ja dieser Hundeknochen auch. Aber die. Ich glaube, also das wären 30 Health, die du kriegst, ne? Du wirst auf 132 kommen. 10% sind es. Ja. Wenn es jedes Mal. Von 200 sind 20. Achso, 60. 200, okay. Ja, dann sind es 60. Das kann, das wird ich habe nichts, ne? Gerade. Also, ich habe keinen. Es ist nicht viel, aber ich glaube. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Die zwingen mich ja da rein hier. Ins Geld ausgeben. So. Jetzt kannst du dir noch so einen Boon da unten kaufen, so ein Upgrade. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier auf den Engelsflügel zu sparen. Oder lieber einfach ein bisschen Power-Up. Ja, komm. Thank you, mate. Mhm. Es wird immer mehr hier, ne? Heiliger Schild. Das sind jetzt, ach, das sind die Level 2 Upgrades jetzt gerade. Ja, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Weil, wie gesagt, das ist der Blitzschaden von Level 4 auf der Level Blitzschaden. 6. Und das ist, so viel habe ich hier nicht mehr mit Barrieren. Ich weiß nicht, ob ich kann ja nicht Hades da in die, weiß ich nicht, ob der sich in die Barrieren drückt. In dieser großen Arena ist ja nicht so viel mit Barrieren. Ja, da würde ich nicht drauf. Das ist eher für die Kammern. Ja, aber das hier ist eher für Hades und seine. Ja, wobei Hades schickt natürlich auch Minions. Also insofern ist das mit dem Wegschieben. Ja, aber die müssen auch erstmal an den Rand kommen. Das ist ja keine ganz kleine Kammer. Das ist ja schon eine Zirkusarena. Ich nehme das. So. Du darfst mich dafür ächten. Du darfst mich mit Händen übergießen und sagen: Hey, setz du doch mal. Alles in Ordnung. Ja, das sagst du jetzt, aber dann ist doch wieder so. Du hast ja recht. Aber wir können es ja auch. Na, obwohl, nee, weiß ich ja nicht. Das ist doch nicht. Was ist das? Ja, aus dem Trash-Game bin ich auch so ein bisschen raus. Das ja, ist leider nicht mehr so alles mitverfolgt. Das letzte, was ich bei Temptation Island einiges verpasst. Das muss man ja, die Frau guckt es natürlich noch, die ist da auf dem Laufenden, aber ich bin ansonsten. Ich gucke halt immer so Dokumentationen. Ja, ja. Ja, ich weiß, wenn ich mal völlig die Bundestagsdebatten verfolge, dann ist der Tag auch schnell vorbei. Ja, dann will aber auch wissen, was in der Politik passiert. Absolut. So, auf zum Atem. Ich hoffe, es gibt überhaupt genug Geld, dass ich mir überhaupt was leisten kann. Oh, das ist das Schönste. Hier, guck dir das, diese Ich sag ja, die Schüsse flogen noch und da war der schon tot. Für die Kammern ist das super. Ja, für die Kammern. Ja, aber weißt du, ob das. Also, wenn du 100 Milliarden hast,
dann hast du halt, ob du jetzt 100 oder 110 Milliarden hast. Was weiß, ist mein Gedanke dabei gerade. Guck mal, da ist doch schon der Knochensack. Och nee. Was denn? Was ist der dicke Sack? Ja, hier hätte ich jetzt 80. Das sind Gold, Goldvitrinen, Vasen. Rechts. Ja. Was ist da? Kann ich ja fast nichts verkaufen. Noch nicht. Es sei denn, wir nehmen. Sack. Der dicken Sack ist, glaube ich, hier das Item immer für den Bekehrbewusst. Okay. Genau. Aber die Frage, die sich uns so anderen, natürlich machst du die anderen Tore. Ja, oder? Sag mal, Bosse. Drin. Ja, aber natürlich machst du die. Aber wir wollen doch, wir sind uns einig, dass wir eher auf den Power-Apfel sparen nochmal, ne? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Power-Apfel. Ich möchte doch, dass du ganz genau das. Ich möchte von dir einfach klare Ansagen. Ja, genau so ist es. Mir das Gefühl geben, ja, alles richtig gemacht. Oh, war das schön. Ich habe einmal so einen Halbkreis gezogen mit dem Analogstrang. So ja, das ist so. Ach, das ist so schön. Wenn du irgendwo eine Goldvase siehst, sag Bescheid, ne? Oder irgendwas. Ich würde doch nicht immer alles auf die Goldvase legen. Da ist rechts eine. Hinter dir. So. Schön. Ah, noch ist schön, aber dann kommt wieder ein Bossgegner, der mir wahrscheinlich die ganze Laune verhageln wird. Guck mal, wie das ist. Also diese, die könnten einem richtig das Leben zur Todeshölle machen. Aber in dieser Kombi ist das, ich bin gerade richtig. Das ist nur Verkaufsstand. Ne? Mhm. Ich weiß, sie wollen mir die Möglichkeit geben, noch richtig schön Geld zu sammeln. Ne? Aber. Hä? Was ist das? Was ist das? Ich sehe gar nichts mehr. Ein Schatten ihrer selbst. Ja. Was ist jetzt? Ich habe das Gefühl, das Kinder-Country drückt auf die Blase. Oh. Was sind das für Bosse? Kleines Ungeziefer, sogar mit Energieball. Ja, wer weiß, was daraus gleich wird. Ja, keine Splash-Damage ist halt der Hammer. Du musst ja auch so positionieren, dass du die gegen irgendwas drücken kannst. Ja, aber die Ratten, wenn die mit ihrem scheiß Gift wirken, dann manchmal, weißt du, ist es so ein bisschen dieses. Easy peasy. Wo ist das denn, das kleine Acker? Ja, da nehme ich, siehste. Wo ist der kleine Ungeziefer? Unten. Da. Ja. Oben. Ja, 540 Damage gemacht, siehste. Ach, schade. Ich wollte gerade den richtig. Das ist schön, ne? Dieses kleine Ungeziefer ist wirklich nur ein kleines Ungeziefer. Auf die Laune wieder. Wird das der Run der Geschichtsbücher? Nein. Doch. Nein. Deine Gaben mit Deine Gaben mit Rückstoßeffekten fügen Bonusschaden auf Bosse zu. Ja. Also, ich glaube, das ist. Das ist doch ein Wink mit dem Zaunfall Gottes. Das war schön. Das ist ein richtiger Splasher, musst du jetzt sehen. Also das ist schon jetzt geil. Kannst du immer merken, das ist alles mit Poseidon gekommen. Ja. Das ist alles. Was ist da an dem Buch? Ist dann. Ja, okay. Ja, du brauchst nur noch 70, also eine Kammer da noch, und dann kannst du dir den geilen Hermes holen. Ich hoffe, der ist auch geil. Na los, Zeus. Gibt's erstmal einen geilen Zeus. Schön, bitte kleine Kammern. Ich will nageln hier. Ich will. So, das will ich doch. Wer nicht. So, hier hätte was sein können. Es wäre schön, wenn hinter immer so ein Geheimding wäre. Das ist halt kein Dark Souls. Ja. So, jetzt aber. Oh, hier, oh, schon tot. Noch nicht. Okay, ein bisschen zu arrogant. Aber angemessen arrogant, möchte ich sagen. Gold? Nein. Arrogant muss man sich leisten können. Ja, gerade, aber du weißt doch, wie es ist. Du kannst es dir leisten, das will ich damit sagen. So, das ist einfach. Du hast lange dafür gearbeitet, um arrogant zu sein. Ja. Und ich weiß auch, dass ich einer der wenigen Menschen bin, es macht mich noch sympathischer. Ja, und diese Arroganz ist dir auch nicht zugeflogen. Nee, das stimmt. Hast du dir hart erarbeitet. Mit Häme, Missgunst, Niedertracht. Was musstest du dir alles im Leben bieten lassen? Später. Es ist nur gerecht. Also, die Wanddamage ist schon sensationell.
stark. Also das ist wirklich hier. Wenn ich jetzt noch ein unendliches Magazin hätte. Das Licht da? Was meinst du? Warum leuchtet das da so? Das wäre schön, ne? Irgendwie irgendwas? Nee. Im Boden? Wo das hinleuchtet? Nee. Ja, es gibt nicht so viele Geheimnisse. Will nichts verkaufen. Ist schön, dass es mir immer wieder anbietet. Man denkt immer, diese Level-Architektur sieht. Aber das hat vielleicht auch was mit den Dekorationen zu tun, von denen wir noch nicht so viele haben. Ist da noch. Oh. Ah, oh, der Vierer spinnt. Perfekt. Ah, die Spezialität nicht vergessen. Ne? Wo ist Gift? Wo ist die? Oh, da. Heilige Mutter Gottes. Scheiße. Das war nicht gut. Das hat mich gerade richtig Hells gekostet, ja. Ne, der Scheiß. Blitzeffekte, oder? Denn ich werde natürlich ab und zu mal von einem Gegner getroffen, ne? Ach, und wenn der Gegner sicher getroffen wird, jedes Mal, wenn ich einen mitkriege, kriegt der einen. Das hat mich überzeugt. Ich bin sehr standfest in meinen Meinungen heute. Ja, das finde ich gut. Und jetzt habe ich natürlich 5 zu wenig. So wie es gehört für ein schönes Spiel. Ist hier noch eine Urne irgendwo? Eine Urne, keine Nurne. Was gibt's sonst? Nein. Das ist übel. Und gefährlich. Ja. Vielleicht gibt's hier noch irgendwo Geld. Oh, ich habe 505. Habe ich irgendwie 8 plus 10 gekriegt. Perfekt. Das okay, dann wird das genau so ausgerechnet. Die wollen jetzt das. Man denkt halt immer, du könntest natürlich die Verstärkung und unten das andere dafür nehmen. Das ist so dieses Geh aufs Ganze Ding. In dem Moment, wo er sagt, das ist aber teurer, ist wirklich hinter dem Vorhang was Geileres. Geh nochmal auf deine. Hier, geh nochmal auf die Dings. Hier, nee, hier, auf die. Was haben wir denn, was Hermes da jetzt bringen könnte? Also, was ist denn Hermes? Hermes ist hier. Das ist Zeus. Hermes war doch nur hier, ne? Der Laufbursche. Also, vielleicht wird der Spurt noch mal stärker. Oder sind es nur die Power-Äpfel, die stärker machen? Du hast hier auf jeden Fall eine Menge letzte Skills noch nicht. Mhm. Also, du würdest gerne den Flügel sehen, ne? Ich sag, den Flügel, das wäre ja Hermes, ne? Ja. Ich sag nur, du kriegst die anderen beiden für den Preis von Hermes. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob die, aber mich würde natürlich auch jetzt interessieren, das ist natürlich einmal eine Info, die uns auch weiterhilft für alle zukünftigen Runs, wenn wir jetzt wissen, ob sich diese 500 lohnen oder nicht. Ja. Also ich würde diesen Wissens, das wäre one for the team auch. Das stimmt. Aber das hier, Power-Apfel, wäre ein sicheres plus 2 auf eine. Weil Hermes würde komm, okay, komm, wir machen. Warum kostet das 500? 500, wenn das nicht der geilste Scheiß wäre. Wenn das nicht geil ist, wir wissen nur, alle teure Sachen sind auch diese meistens wert. Doch, es gibt mir aber was richtig Nices. Ja. Nach einem Spurt, du kannst 4-mal spurten, bewegst du dich 100% schneller. Ja, aber ich bin eh schnell. Ich hab irgendwie nicht das Gefühl, dass das mein unbeugsam war. Was war denn nochmal unbeugsam? Ja, 30% weniger Schaden nach jedem das Spurt. Paff, paff, paff. Mal 4. Das ist vielleicht... Götterzähler lädt sich auf, weiß ich nicht. Brauchst du das unbedingt für den letzten Fight? Naja, dieses Automatische, das ist halt und geil. Und 15% weniger Damage. Also ich bin zwischen den beiden, muss ich sagen. Ich bin beim ganz unten. Beim ganz unten? 30% weniger Damage. Ja, das kann schon einen Unterschied machen, das stimmt. Und du hast einen Vierfach-Sprint, also ich glaube, du wirst viel sprinten gleich bei Hades. Ja. Vor allem ist es immer in diesen Sprintfenstern, ne? Also jedes Mal, wenn ich im Sprinten, wenn ich es richtig lese, getroffen werde, erleide ich 30% weniger. Obwohl, nee, nach. Aber im Sprint? Nee, nach dem Sprint. Nach einem Spurt. Okay, logisch, weil im Sprint bin ich ja eh imbar. Also im Sprint bin ich ja invincible. Nach dem Sprint bin ich dann jetzt 0,6, ne? Aber das kann natürlich auch. Ich weiß ja nicht, ob das stackt, wenn du halt 4 Sprints machst, zack, 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 ist es dann 4 mal 0,6 Sekunden? Also fast über 2 Sekunden? Also es erhöht auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass man neben den 4-mal Invincible-Sprints nochmal die 0,6, auch wenn es nur einmal. Ich glaube nicht, dass es stackt. Das wäre irgendwie interessant.
Weil es so ein schönes, dieses langsam, ne, wird es besser, besser, besser. Ja, du wirst die ganze Zeit ballern. Ich glaube, das ist gerade nicht so entscheidend. Ich glaube eher, es geht ja, komm, eher darum. Probieren's. Ja, weniger Schaden zu nehmen vielleicht. Beides ist ja weniger Schaden. Bei dem einen musst du quasi nichts machen. Dafür ist es nur 15%, bei dem anderen hast du 30% und bist auch noch schneller. Aber musst es halt selber machen. Also das ist so die Wahl, die du hast. Ja, stimmt. Das ist jetzt auch noch reizvoll, wenn man es jetzt richtig doch mal ordentlich liest. Doppelt so schnell. Nee, ich mach, komm, ich übersperrt. Aber war es jetzt die 500 wert, ist die Frage. Guck mal hier, siehst du, ich fast die ganze Zeit hier Invincible bin, ne? War das jetzt die 5? Ja, das war's. Ey, ich meine, ganz ehrlich, ich guck dir das mal an. Ich bin die ganze Zeit anscheinend Invincible. Weil ich viermal sprinten kann, also der, ne? Aber du verlierst ja durch ja nur 30% mehr Schaden. Du bist nicht Invincible. Ja, nee, ja, aber das ist ja fast Invincible. Das 30%? Ist nicht, nein, ist es nicht. Ja, ist aber schon gut. Ja, du, gut, dass du mich noch mal dran erinnert hast. Das ist nur 30%. Wenn deine Mitarbeiter in der Redaktion sagen, Colin, ich gebe 70%, das ist doch... Das ist doch mehr als 30. Da wirst du doch sagen, ja, Hammer. Es ist fast komplett. Ja. Das ist doch fast doppeltes Gehalt oder kein Geld zurück. So. Es ärgert mich aber trotzdem. Ich gebe immer 70%. Das habe ich zu Maniac-Zeiten schon durchgezogen. Ja, ich mein, so. Ich habe damals gelesen. War immer der Gäbel-Test war schon immer so. Resident Evil 4, schade. Leider nur ein 70er. Ja. Mich hat's nicht überzeugt. Demon's Souls. Einige Kultisten verehren es. Dennoch nur 70%. Edgy. Das stimmt nicht. Du hast Demon's Souls damals. Demon's Souls habe ich damals hochgewertet, nachdem der Erstkollege das nicht verstanden hat. There was a time when Cerberus would never have permitted any soul to exit through that gateway there behind you. Oh, that can't possibly be true. What about Orpheus, Theseus, Heracles, Odysseus? Ja, sie werden wirklich, also deine Theseus. Aber er heißt ja Orpheus im Deutschen. Theseus. Ja, aber heißt ja nicht Odysseus. Miraculix. Okay, jetzt muss ich mich aber irgendwie konzentrieren. Ich gehe nicht davon aus, dass ich es schaffen werde. Doch, ey, ach, was ist das für eine Einstellung? Ich bin moralisch. Was ist das für eine Einstellung? Ja, mit einmal noch. Aber wenn ich sterbe, habe ich auch dann nochmal 30% Bonus-Todesschaden. So, los, jetzt. Du warst in der. Er hat ja zwei. Du hast nur ein Revive leider. Let's do it, ich weiß. Okay. Schön in Bewegung bleiben. Das ist richtig gut. Damage. Aber wir sehen auch gerade, wir können ihn nicht schieben. So wie ich das feststelle, kannst du ihn nicht schieben. Nee. Ach so, Bravo. Sehr gut. Aber ein bisschen was mache ich ja schon. Ja, du machst gut Damage. Du hast schon die Hälfte fast gemacht. Der ersten Phase. Er macht hier fast kein Damage. Darkness. Scheint doch irgendwo immer wohl einmal auf den Sack geht, ne? Ja, du hast ein Vierfach-Sprint, easy. Jetzt kommen die Schergen, Scheiße. Die Fadenkreuze unten. Die musst du auf jeden Fall wegmachen. Willst du nicht bekämpfen, während er diese Typen da aktiviert hat. Beistand. Ja, aber los ist das jetzt für die Schergen. Ich sag's mal. Kannst du auch sparen. Du machst das super. Ganz cool bleiben. Ignoriere einfach Hades. Geh weiter auf die Schergen. Den noch. Währenddessen lädst du schön den Beistand auf. Gleich hast du einen super Beistand. Den würde ich mir vielleicht noch aufheben. Was ist das für ein Totenkopf da in der Mitte? Ja, weg da. Ah! Abgelenkt, sehr gut. Nichts passiert. Oh, was ist das? So, du hast Full Beistand jetzt. Soll ich den lieber? Ja, doch, klar, es bringt ja nichts. Oh, fuck. Ach so, der macht immer da, wo ich bin gerade, ne? Hat nicht so viel gebracht. Ja, weil ich aber auch nicht gut eingesetzt habe. Ich glaube, das war das Problem. Ich habe nicht gut eingesetzt. Das war saudumm. Das war, ja, aber das war auch dumm. Ja, lass die Typen weg. Ja.
Die lassen sich alle nicht drücken, ne? Ja, die halten aber auch gut was aus einfach. Ist leider nicht so viel Schaden gegen Schild. Hast du noch den Bonusschaden vom Ableben? Ah, das gefällt mir nicht. Vielleicht muss ich mich jetzt auch voll ein bisschen Beistand mehr konzentrieren. Gleich. Achtung, gleich hast du Full Beistand. Bleib dann bei ihm, ja. Bleib bei ihm. Nee, der war nicht voll. Du hast nur einen gezündet. Nee, war ein Millimeter gefehlt, aber gar nicht schlecht. Das hätte ziemlich gleich die Chance. Also. Oh. Jetzt hast du den vollen Beistand. Ach Mann, das ist ja, jetzt geht er down, dann geht er down. Ja, aber das ist doch nur die erste Phase. Ach Mann, oh. So, wenn wir jetzt abmoderieren, dann weiß es vielleicht keiner. Wir merken uns mal, der Zeus Beistand ist super. Denkt der ist gar nicht. Ah! Stimmt! Diese Scheiße mit diesen Fackelstrahlen. Ja, hinter den Säulen, das ist ganz nice eigentlich. Oben die Welle war's. Das gibt's nicht. Oh, aber stark. Aber in dem, das muss man sich auch mehr, der bringt nichts mit in die Wände drücken. Also zumindest. Nicht. In die Wände drücken bringt nichts und ein Beistand bringt auch nichts. Das war nicht das Fleisch. Es war bis dahin was richtig gut. Oh, Scheiße. Aber unterm Strich natürlich auch wieder nichts erreicht. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Ich brauche jetzt noch ein Kinder-Country, glaube ich. Ja, wenn du noch eins entbehren kannst. Sicherlich. Gerne. Ach Mann. Nee, das war nicht gut. Aber auch nicht total scheiße, aber auch nicht gut. Naja, du hast fast durchgespielt. Also viel nee, hat nicht aber, gefehlt. Ja, aber guck mal. Ja, aber. Naja. Aber ich sag mal, wenn du das. Wenn du ohne Medaille nach Hause kommst, bist du halt auch nicht geliebt vom Land. Ich komm aufs Land an. Wenn du für Costa Rica natürlich im Tor stehst oder für Kolumbien. Eine gelbe Zunge. Hab ich gesagt. Das ist gut daran. Guck mal, was du hier alles eingesammelt hast. Da kann man nichts sagen. Ja. Hey Orpheus. You know about the time I vanquished 7 legions of bloodless warriors with both hands tied behind my back while hopping on one foot? Lord Poseidon dared me to do it, you know. Why, that is a spectacularly vivid tale, Zagreus, and most deserving to be chronicled in song. Would that there were a poet here still willing to commit such deed. Would that there were, mate. Schenken wir eigentlich irgendwas? Oder? Wir haben 51 von den Dingern. Mm-mm. Das ist zum Beispiel geil, ne? So einfach 20 Diamanten. Kohle mehr jedes Mal. Oder immer ein Power-Apfel mehr. Also die Diamanten sind auch schon geil. Aber wir haben gar keinen bekommen, ne? Ich mach jetzt mal die Fellbüschel weg. Kann man was wegmachen? Dafür was bekommen wieder? Ich weiß es nicht. Man macht's halt nie. Deshalb denke ich, vielleicht entgeht uns da auch irgendwas. Aber jetzt kaufst du es doch, oder? Ja, ja. Ach so. Soll ich das nicht machen? Ja, mach. Aber warum gibt's das dann? Ich meine, niemand aus. Wenn das wirklich nur kosmetisch ist, dann macht das doch keinen Sinn. Ah, stimmt, Fischer. Ah, plus 40 hat das gebracht. Und da war noch ein Fisch, oder? Casks of wine hidden within the recesses of the house of Lord Hades. Few have tasted the intoxicating vin. So ein Wein? So ein hartes Wein ist bestimmt gut, oder? Er hat nicht zwei oder nee, nur einmal geangelt. Ich dachte, wir hätten nur einmal geangelt. What's in stock? Ja, manchmal diese Tagesaktuelle. Wir können 9 Schlüssel kaufen, das heißt, wir können den Spiegel fast upgraden. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die Edelsteine sind vielleicht dann doch. Ja, das würde ich nicht machen. Kannst du eh nicht.
Das wäre ein geiles Ding vielleicht mal wieder gewesen. Aber es ist, hast jetzt nicht. Weil da war letztes Mal, du hattest doch mal irgendwie so 500 Finsternis für einen schmalen Taler irgendwie. Nix. I've come to know the god of swiftness, Hermes. Though it seems to me he doesn't work directly with the others on Olympus. Do you know him well? Lord Hermes is a point of contact, yes. Among Olympians, he works the closest with our operations here and aids with shepherding the souls of the departed to our gates. Accept his help, for he is faithful to our cause. I get it. Thank you, Nix. Oh, hey, you brought some fish. It's still about a way from down the hall. That's great. The head chef can take it off. Sure. Moaning and groaning. Jetzt bin ich vor allem gespannt, was du dir jetzt für eine Waffen-Dings da bist. Ausnimmst. Ja, ich weiß nicht. Weil du hast ja wahrscheinlich keinen Bock drauf, ne? So, auf die Rakete? Ne? Ich werde jetzt mal gucken, wie viel Schlüssel brauchen wir? 30 Schlüssel, um hier den Spiegel zu graden. Wir können hier richtig wild gehen. Todesverachtung. 1000 bräuchtest du aber. Ey, willst du nicht auf die 1000? Dann haben wir ein drittes Todesverachtung. Ja. Das ist doch. What's that one there? Ah, okay, neu gekriegt. Ich probiere das jetzt mal. Was so ist die Eule? Die Eule, weil. Hier. Da steht drauf. Nehmt die Eule, sobald ihr die Eule. Er sagt halt, für deine Spielweise würde ich die Fäuste. Ach, Bild für Etienne, ja. Würde ich die Fäuste mit Athenes Angriff empfehlen. Damit kannst du dich ins Getümmel schmeißen, ohne dir Sorgen vor Angriff von vorne zu machen. Fang dafür mit der Gabe von Athene an, damit du den Angriff auch bekommst. Ich würde dies mit Athenes oder Poseidons Sprint kombinieren und Aphrodite, Poseidon oder Artemis auf die Spezialität. Okay. Das ist doch mal eine konkrete Ansage. Ja, und was schreibt er bei mir? Ich lese das auch nochmal. Could use the fists. Ja, hier natürlich auch mit der dritten Todesverachtung, das was wir, da haben wir jetzt, danke für die Info, Brain Damage, aber da sind wir auch von alleine natürlich drauf gekommen, dass wir das jetzt investieren in die dritte Todesverachtung. Colin, für deine Spielweise hätte ich auch mal vorher lesen sollen. Würde ich die Kombination aus Ares Spezialität und dem Schild empfehlen. Nimm den Schild und die Blutfiole, Gabe von Ares, und nimm direkt von Anfang an den Verderbnisschaden auf die Spezialität Schildwurf. Aha. Aber den Schild, der ist so wirklich das letzte Item für mich. Ich mag den Schild am wenigsten. Da frage ich mich gerade, kennt der mich? Die Spezialität trifft mehrere Gegner, alle bekommen Verderbnisschaden. Ja, das ist natürlich gut. In der Sekunde solltest du sprinten oder den Stierlauf benutzen, um dich zu schützen. Okay, ist schon interessant. Also die Kombinationen sind schon geil. Also vielen, vielen Dank. Für die Tipps und die so, ne? So kann man auch mal positive. Was hast du denn jetzt genommen eigentlich? Ja, Athene. Aber so, welche Waffe? Ja, die Fäuste. So wie. Ja, stimmt, die waren Poseidon? Hä, wie kann das denn sein? Die nächste hieß doch, habe ich das nicht genommen? Die nächste Gabe, die du findest, stammt von Athene. Ja. What the fuck? Jetzt sagt er jetzt, oh, you met my wife. Athene. Impressed with your ability to call those rivers there of all the denizens of my domain. Your crusty father's not entitled to the battle. Das ist ja toll, das klappt ja super. Oh, legendär. Und auch nur diese Wahl. Du hast eine erhöhte Chance, Angelstelle in jeder Kammer zu finden. Ja, aber wenn du da richtig geilen Scheiß bekommst. Ja gut, die Fischerscheinungsrate ist um 20% gestiegen jetzt. Ja, du, ich glaube, du, wir unterschätzen noch das Potenzial. Ja, aber komm, das war jetzt aber exakt nicht, was ich hier gekauft habe. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das war eine geskriptete Gabe. Deswegen glaube ich, die nächste Gabe wird von Athene sein. Das ist, weil wir den Fisch abgegeben haben wahrscheinlich. Das kann sein, den Scheuerfisch. Das hat jetzt Athene. Das war ja kein Bescheuerfisch sozusagen, ne? Ja, wenn du natürlich so ein Nahkampfding hast, kann der Wurf nicht scheiße sein. Aber. Nicht viel auf Geld. Ja. Ja, lila, oder? Achso. Ja, ich finde, also, den Spiegel upgraden und die letzten zwei Skills da finde ich natürlich auch nicht. Ja, das mache ich dann im nächsten Run. Aber du hast wieder die Magnetfaust, ne? Mit dem Ansaugen. Ja, die hat ja wirklich große Freude gemacht. Nicht nur die hat einen Schlüssel.
Ja, diese Goldvase. Diese Goldketten da, die kenne ich aber noch gar nicht. Nee, die sind irgendwie. Wie neu? Ja, also vorhin waren die auch schon mal da. Aber. Im ersten Level, wann haben wir. Vielleicht haben die erst seit wir einmal bei Hades waren oder so. Oder die haben was im Hintergrund-Ding. Also die waren nicht von Anfang an. Nee, nee, auf keinen Fall. Das waren, guck mal, da ist doch hier, da hast du doch deine. Da ist doch Athene. Wo denn? Da ganz oben. Ach so. Ja, jetzt. Ja, das ist wie gesagt. Ich glaube, der Fisch war einfach nur. Ach, schön. Das ist schön, wenn so ein Nahkampf so zu. Wenn man immer Angst hatte, du musst die Leute mühselig ranholen. Oder zu ihnen hin, nichts dergleichen. So, Athenes Angriff hat er gesagt, ne? Göttliche Attacke. Kann ablenken, das ist gut. Soll ich nochmal, einmal sicherheitshalber, willst du nochmal? Ja, das war das. Also, Athene empfiehlt sich, Athenes Angriff zu, nicht zu nehmen, sondern mit der Spezialität. Hast du jetzt genommen, ne? Ja, ja, ja. Cool. Aber wo sind sie? Ja, wo sind die 20 Fische? Was ist das? Wo sind die Fische hier? Willst du immer noch Geld? Bevor du es ausgeben kannst, musst du erstmal. Erstmal, ja. Bringt nichts mit leeren Hosen in den Shop zu gehen. Ja, ich sag mal. Ja. Oh ja, das war schön. Der wacht auf, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, ist schön, ne? Oh, 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 oh! Ja, das sind die. Guck mal, was waren denn die weiteren Empfehlungen waren nochmal? War nicht was mit Aphrodite? Damit kannst du dich ins Getümmel, ohne die Sorgen, um Angriffe von vorne zu machen zu müssen. Fang dafür mit der Gabe von Athena an, du bekommst den Angriff, bla bla bla. Ich würde dies mit Athenes oder Poseidons Sprint kombinieren. Und Aphrodite, Poseidon oder Artemis auf die Spezialität packen. Ja. Ich habe was gekauft. Truhen auf Spürer. Ja. Dann. Aber auch nur einmal. Naja. War wahrscheinlich Quatsch. Was hat er gesagt? Aphrodite, ne? Ja, zum Beispiel. Aber dann auf Spezialität. Also, genau. Athene oder Poseidons Sprint. Und Spezialität Aphrodite, Poseidon oder Artemis. Ja, das sind doch auch neue Gegner. Ja, ne, auch noch nicht. Das ist ein Bossgegner, oder? Oh, der? Ja, klar, stand da immer noch. Oh, der? Ist der nervig? Nö, den machst du fertig. Oh, der hat so Fernscheiße. Na gut, dann. Ja. Boah, stell dir vor, du könntest ihn in die Wand prügeln mit diesem Wandschaden. Das ist ja gar nicht Aphrodite, das ist Dionysus. Nee, das ist Dionysus. Was machen wir mit dem? Lauf, Mann. Vielleicht irgendwas mit dem Lauf? Aber Gift ist auch nicht schlecht, ne? Ich habe auch immer das Gefühl, dass wir dieses, wenn du nur noch 40%, so wie es gerade war, Health hast, kriegst du das, dass wir das immer so unterschätzen, weil man irgendwie davon arroganterweise ausgeht, dass man dann eh nicht in die Situation kommt. Ja, kann sein. Wunderschön. Läuft doch. Erstmal diese blöden Fallen, ne? Wenn man erstmal in einer schönen Falle stehen bleibt. Dann. Auch fünf. Wow. Was gibt's hier? Ja. Einrichtungsgegenstand. Gegner schnell töten. So schnell. Der Giftschaden ist aber nicht so schlecht. Ja, viel Energie jetzt hier verloren. Ja, du willst ja auch für unseren Reichtum sparen. Ist auch okay. Wir sparen auf die weitere Belebung, ne? Ja, es ist, glaube ich, schon gut. Wenn du, also wenn du die 1000 mit rausnimmst, dann noch da nur noch 100. Ist doch bestimmt irgendwo eine Goldpfanne. Guck mal lieber, ob hier noch ein Goldvase ist. Ja, irgendwie mein Gefühl sagt mir, ja. So, was ist das jetzt hier? Das ist jetzt wieder Trade, also Boss mit.
Welche? Kekse 2, ja, nimm. Da ist das. Ist das? Ne, das ist nur. Nur Sparkle, Sparkle. So. Man gefühlt nicht getrogen. Oh. Na, mach ruhig. Ist gut. Also Training. Was? Ja, was? Natürlich rechts. Ja. Obwohl, das ist jetzt auch gut. Ja, weißt du, ich denke ja, nicht nochmal nach, wenn du das sagst. Wenn du sagst, recht, hier waren ja zwei Götter, die, ich weiß nicht mal mehr, welches war sehr schön. So, halt, stopp. Ist egal, nimm beide. Und jetzt, pass mal auf. Also, fang da, bla 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 bla. Ich würde dies mit Athenes, meinetwegen mit Athenes Sprint kombinieren. Was sind gerade nicht? Ist ja gar nicht da. Oder alternativ dann mit Aphrodites, Poseidons oder Artemis Spezialität. Nichts dergleichen. Dann nimm doch mal den kleinen Blitz. Mal gucken, vielleicht ist ja super gut. Tückenschaden. Erleidet bei Treffern von hinten 5 Sekunden länger Schaden. Oder jetzt das nehmen. Immer dieses PS ja. Bei dir. So, es ist aber Dionysus geht dir auf den Sack. Oh, Vorsicht, da unten sind so Gift-Tropfen-Dinger, glaube ich. Ja? Oh ja. Da nimmst du sofort Schaden, wenn du in diesen scheiß Gift-Dingern stehst. In dieser Pfützen. Er hat sogar den Faustschlag abgelenkt, ne? Glaube ich. Mhm. Vielleicht solltest du dir überlegen, oben wirklich mal den Wurf, also irgendwas in den Wurf zu Beistand. Giftbeistand. Also diesen Wurf irgendwo reinballern, damit er so eine Giftwolke ist. Du bist halt so nahkampfmäßig, ne? Also. Kann mir vorstellen, dass es ziemlich Premium werden könnte. Ja gut, Fäuste können natürlich keine. Doch. Ja, okay. Also sie sterben auf jeden Fall schnell. Ja, guck mal, die sind. Ach so! Der taumelt da so. Der wird nicht vergiftet, sondern ist einfach besoffen. Geil. Bist du unbeugsam? Mhm. Das ist 30% weniger Schaden, das ist nicht schlecht. Weil du bist ja so ein. Du haust ja viel drauf. Da ist die Gefahr natürlich, dass du im Nahkampf auch mal einen mitbekommst. Nicht schlecht. Ein Angriff wird zu einer Dreier-Hieb-Sequenz. Wie muss man sich das vorstellen? Pam, pam, pam. Genau. Pam, pam, pam. Aber nicht mehr pam, 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 so wie du es jetzt machst. Aber was heißt, fügt jeweils 40 Basischance? Also jeder dieser pam, pam, pam hat nochmal 40 mehr Schaden. Mehr oder 40 plus alles, was du an Boni bekommst. Aber irgendwie, ich kenne. Aber das finde ich auch nicht schlecht. Das finde ich nämlich auch gut. Weil oder? Ja, meine ich ja. Einfach. 30% weniger Schaden. Ist halt. Können wir da richtig reingehen? Ja, kannst du noch mutiger sein. Ist doch, wir bauen hier so ein Invincible. Ja. Zeit ist schon fast wieder umgekommen. Tut mir leid. Das, und wir haben nicht mal den Boss gesehen. Nein, ich finde es ja auch schade. Ich schade. Das macht ja Spaß. Ach, wieder. Oh, was ist das denn? Was war das gerade für einen super langen Faust? Blöden, ich hasse diese Laserstahl. Von unten kommt jetzt. Ja. Alter, wie viel sind denn das? Ah, ich muss überleben, ich hätte die gar nicht alle eingreifen. Stimmt. Ich muss einfach ein bisschen.
8 Sekunden noch. Ei. Geh mal ein bisschen auf, genau. Sag mal, seit wann ist denn das erste Level so schwer geworden, Colin? Weiß ich nicht. Hat ihr eben gedacht haben, das ist ein Profi, wir setzen ihn gerade hoch. Ja, aber jetzt ist ich doch wieder hier. Ja, aber das haben sie nicht mitbekommen. Ja, aber komm, das ist. Lass uns mal Geld für einen Hotdog ausgeben und fritten. Wollen wir alles kaufen? Nein. 275, es ist wieder so typisch. Die wissen doch immer genau, wie viel Kohle man hat, um einem dann was anzubieten, was man sich... Angel! Fishing Point. Endlich. Was muss ich nochmal drücken? Wenn er, nicht wenn er antäuscht, sondern wenn er mit Blitzern untergeht. So. Zehn Stück. Ja. Tja. Was willst du jetzt machen? Das ist das große Fragezeichen-Boom. Mhm. Vielleicht ist da jetzt aber genau die Spezialität drin, die geile. Oh, hör ich. Oh. Ah. Schwippschuss, das ist die Frage, ob du das nehmen. Aber du hast noch nichts mit dem Spurt, ne? Electric. So, vielleicht kriegen wir den. Komm, den schaffen wir noch, oder? Den Boss, den schaffen wir noch. Mhm. I don't understand. Murder was the case that they gave me. Oh! Alter Satans Zwiebelmann. Du machst richtig Schaden, nimmst aber auch ein bisschen Schaden, ne? Also. Deswegen sei nicht zu mutig. Ja, du warst ich zu kann mutig. Das Spiel nicht anders spielen als einfach draufhauen! Das ist ja auch durchaus eine charmante Eigenschaft. Du hast ja, also machst sehr, sehr viel Damage. Aber hier musst du ein bisschen konservativer jetzt spielen. Ja, wunderschön. Hinterrücksschaden noch. Und dieser Wurf ist nicht so schlecht. Lass es dir gesagt sein von einem stillen Beobachter. Weil nicht ganz so still ist, okay. Aber von ihm im Denken. Auch von einem Beobachter. Ja. No murder. Viel zu viel, trotzdem immer noch zu viel Damage genommen. Aber jetzt gibt es ja erstmal einen kleinen Schluck aus dem Boden. Du hast halt auch noch nicht viel, ne? Du hast noch keinen Health-Power. So. Und ich würde fast sagen, willst du die Entscheidung jetzt treffen oder zu einem späteren Zeitpunkt? Jetzt muss ich sie treffen. Du kannst, glaube ich, noch rausgehen, oder? Ohne was auszurüsten. Oder geht er dann zu? Weiß es nicht. Aber ich glaube, ich würde ehrlich gesagt auf Captain Goldzahn setzen an deiner Stelle jetzt, ja, oder? Muss ich ja wohl. Musst du absichern. Okay. No use. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, immer gut, erst in diesen Brunnen des Charon zu gucken und dann zu überlegen, ob man vielleicht diesen, die Uhr-Dings, ne, die einem länger was gibt. So. So, meine lieben Freunde, das war's dann an dieser Stelle, ne? Wir machen. Ach, Mensch. Aber schön war's. Ich erinnere dich an den einen legendären Run, den du hattest, wo du auch schon das Pad aus dem Fenster werfen wolltest. Und dann hat dir das Spiel richtig gut getan und hat dir richtig schöne Scheiße gegeben. Das Gute ist, dadurch, dass ich noch nicht so viele krasse Power-Ups habe, wer weiß, was noch kommt. Exakt. Und da wird einiges sein. Und was noch kommt, werdet ihr sehen in 2 Wochen. Wir danken euch für eure aufbauenden Kommentare, die uns konstruktiv wohlwollend in die richtige Richtung schubsen. Für alle anderen. Das hier, das hilft. Ja. Nicht nur wegen der Schokolade, sondern auch wegen der konkreten Tipps. Mehr konstruktiv, weniger Abfuck. Das kommt aus meinem Wort. 2023, it is. Das ist der neue Ede. Bitches. Haut rein. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.